Ja, hallo und willkommen zu unserer Konferenz, die Pandemie und globale Demokratie. Direkt zu Beginn ein Hinweis auf die Übersetzung. Wir werden gleich Deutsch und Englisch sprechen. Wenn Sie Übersetzung benötigen, bitte auf den kleinen Globus in der unteren Leiste drücken. Es gibt Übersetzungen ins Deutsche, Englische und Spanische. Hello and welcome to our conference, The Pandemic and Global Democracy. We will speak German and English. If you require translation, please press the little globe button at the bottom. You will find a German, English and Spanish channel. Ich freue mich sehr, Sie zu begrüßen. Mein Name ist Laila Al-Zubaydi. Ich bin stellvertretende Leiterin der internationalen Abteilung hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Mit dieser Veranstaltung wollen wir uns anschauen, was der Umgang mit der Pandemie in den vergangenen 2 Jahren mit der demokratischen oder auch autokratischen Entwicklung global und hier in Europa gemacht hat. Wo hat die Pandemie zu einem Demokratieabbau beigetragen? Wo haben sich zivilgesellschaftliche Räume noch mehr geschlossen oder wo haben sie sich gar erweitert? Was müssen wir tun? Was muss die Politik tun, um Aktivistinnen und Aktivisten, die sich weltweit für Demokratie und Menschenrechte einsetzen, zu schützen? Welche neuen Herausforderungen kommen auf uns zu? Wo müssen wir umdenken? Und wie müssen wir unsere Instrumente eventuell auch anpassen? Das sind die Fragen, die wir uns hier in 4 Online-Panels heute und morgen stellen wollen, zusammen mit Aktivistinnen und Aktivisten und Experten aus allen Regionen. Zum Auftakt freue ich mich sehr, mit 3 Gästen zu diskutieren. Und ich begrüße ganz herzlich Katja Keul, Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Sie ist seit 2009 im Bundestag und jetzt als Staatsministerin hat sie die Schwerpunkte Abrüstung, Auswärtige Kulturpolitik und Afrika. Frau Keul, Sie können gerne auch Ihre Kamera schon einschalten. Herzlich willkommen. Dann begrüße ich ganz herzlich Barbara Unmüßig, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung. Barbara, du bist schon da, willkommen. Und ich begrüße unseren Gast aus Südafrika, Fatima Hassan. Hallo Fatima, herzlich willkommen. Fatima ist die Gründerin der Health Justice Initiative in Südafrika. Sie ist Menschenrechtsanwältin und hat auch sehr lange die Open Society Foundation in Südafrika geleitet. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Vielen Dank für eure Zeit. Und da wir gar nicht so viel Zeit haben, würde ich auch direkt gerne einsteigen. Und zwar würde ich gerne mit dir beginnen, Barbara. Du hast dich ja als Vorständin einer international agierenden Stiftung mit vielen Büros in vielen Regionen schon sehr früh mit Shrinking Spaces beschäftigt, also mit schrumpfenden zivilgesellschaftlichen Räumen. Und du hast dich immer stark politisch auch dafür eingesetzt, dass Demokratie- und Menschenrechtsverteidiger besser geschützt werden müssen. Und jetzt, seitdem die Pandemie begonnen hat, hast du auch immer darauf hingewiesen, dass mangelnde Impfgerechtigkeit nicht nur ein Problem ist für globale Gesundheit, sondern auch ein Problem für globale Demokratie. Könntest du uns erläutern, wie diese beiden Dimensionen für dich zusammengehören, die Pandemie und dein Einsatz für Demokratie? Ja, erst einmal auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Konferenz und vielen Dank, liebe Laila, für deine kurzen einführenden Worte. Ja, ich freue mich, dass wir uns als Heinrich-Böll-Stiftung dem Zusammenhang von Pandemie und Demokratie im Detail widmen, weil wir als Organisation mit 34 Büros weltweit ja genau an dieser Schnittstelle von Demokratie, Menschenrechten, Unterstützung von Zivilgesellschaft arbeiten. Ich will auf 2 Aspekte kurz eingehen. Der erste Aspekt ist, dass natürlich ein Zusammenhang besteht darin, inwiefern unter anderem westliche Demokratien ihr solidarisches Versprechen gegenüber dem globalen Süden, nämlich den Ländern, vor allem auch den einkommensschwachen Ländern zur Seite zu stehen in dieser Pandemie, ob sie diesen solidarischen Versprechen, was gleich zu Beginn gegeben wurde, eigentlich einlösen. Und da komme ich nach 2 Jahren Pandemie zu einem ziemlich ernüchternden, zu einer ernüchternden Bilanz. Westliche Demokratien haben sehr unzureichend dieses solidarische Versprechen eingelöst, weil wir erstens eine unglaubliche, ungleiche Verteilung bei Impfstoffen erleben.
Es gibt eine globale Ungerechtigkeit bei der Impfstoffverteilung und beim Zugang von Impfstoffen. Und das trifft ganz besonders die einkommensschwachen Länder, also die Low-Income-Countries. Weltweit müssen wir feststellen, dass gerade einmal 5% der Menschen in einkommensschwachen Ländern geimpft sind. Und zum Beispiel von den 1,3 Milliarden Menschen in Afrika sind es gerade einmal 10%, die eine vollständige Impfung haben. Es macht deutlich, dass hier nach wie vor große Ungerechtigkeiten existieren, weil es ist ja nicht so, dass nicht auch in Ländern des globalen Südens ökonomische Maßnahmen die Menschen vor allem treffen. Wir haben es mit massiven steigenden Armutszahlen zu tun, mit Hungerzahlen global. Und deswegen ist es nicht trivial, ob Impfstoff zur Verfügung steht. COVAX, die Initiative, die liefern sollte, nämlich ausgerechnet einkommensschwachen Ländern, liefert zu spät oder gar nicht oder unzureichend. Es werden teilweise abgelaufene Impfstoffe geliefert. Das geht gar nicht. Und das möchte ich gleich auch hier zu Beginn sagen, gar nicht mehr glaubwürdig ist, wenn westliche Industrieländer, leider auch unsere Bundesregierung, sich überhaupt nicht bewegt, wenn es darum geht, Patente temporär freizugeben. Ich finde es ein Desaster, wenn in 120 Ländern eigentlich Kapazitäten da sind, Impfstoffe zu produzieren, aber die Patente verweigert werden, um diese Impfstoffproduktion anzukurbeln. Es geht hier wirklich darum, dass der Westen liefern muss, wenn es darum geht, in Ländern des globalen Südens Infrastruktur aufzubauen, Gesundheitsinfrastruktur aufzubauen, Impfproduktion anzukurbeln. Und hier sehe ich schon auch einen großen Glaubwürdigkeitsverlust westlicher Demokratien, wenn es darum geht, zu liefern, was zu liefern wäre, nämlich auch die Unabhängigkeit zu reduzieren von Impfstoffen und Eigenständigkeit im globalen Süden zu befördern. Das hätte Glaubwürdigkeit möglich gemacht und es geht auch aus meiner Sicht darum, Glaubwürdigkeit zurückzubringen. Wenn du mir erlaubst, würde ich natürlich schon auch gerne zum Auftakt auf den zweiten Aspekt eingehen. Ja, es ist so, dass global alle Regierungen der Welt im Zuge der Maßnahmen, Lockdowns und so weiter, Grundrechte massiv eingeschränkt werden. Was sind Grundrechte? Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, das sind Grundrechte. Die sind eingeschränkt worden im Zuge von Notstandsgesetzen, im Zuge von allen möglichen Maßnahmen, um eben die Pandemie einzudämmen. Und aus meiner Sicht, das haben ja auch bei uns Verfassungsgerichte und anderswo festgestellt, geht es um die Verhältnismäßigkeit der Einschränkung dieser Grundrechte. Wenn sie wirklich dem Schutz des Lebens dient, ist das gerechtfertigt. In Deutschland gab es ein Verfassungsgerichtsurteil aus Karlsruhe, das klargelegt hat, dass in bestimmten Maß Versammlungsfreiheit garantiert sein muss, aber eben mit entsprechenden Auflagen und so weiter. Im globalen Süden müssen wir ganz, ganz klar feststellen, dass ein Großteil vor allem auch autokratischer und semi-autoritärer Regierungen ganz massiv die Pandemie missbraucht haben, um weitere Grundrechte einzuschränken. Wir haben es mit Repression gegenüber Journalistinnen zu tun, Repression gegenüber Oppositionellen. Die Pandemie wird unter anderem missbraucht dafür zu sagen, keine Fake News zu verbreiten über die Pandemie. Fake News, was das ist, definieren die autoritären Regierungen und rechtfertigen es dann, dass Hunderte von Journalisten ins Gefängnis gewandert sind oder verhaftet wurden. Wir werden das vertiefen im Laufe der nächsten beiden Tage. Ich kann hier nur anreißen, dass wir eben es damit zu tun haben. Freedom House hat es festgestellt, dass in mehr als 80 Ländern Menschenrechte und Demokratie massiv gelitten hat unter den Maßnahmen, die in der Pandemiebekämpfung eingeleitet wurden. Vielleicht mal so viel zum Einstieg und mehr später. Ja, vielen Dank, Barbara. I will switch to English to welcome Fatima again. Ich werde jetzt Englisch sprechen, um Fatima noch einmal zu begrüßen. Wir freuen uns, dass wir auch eine südafrikanische Perspektive auf dem Panel haben, denn in Südafrika ist der Kampf um den Zugang zu Impfstoff wirklich entscheidend. Und seit dem Beginn der Pandemie gab es
von dort eine laute Stimme, die gefordert hat, dass die Impfstoffe auch dem globalen Süden zur Verfügung gestellt werden müssen. Und ich gehe mal davon aus, dass auch die Wirtschaftskrise sich noch verstärkt hat durch die Pandemie. Und Sie konzentrieren sich in Ihrer Arbeit genau auf diese Themen. Was sollte Ihrer Meinung nach gemacht werden oder anders gemacht werden, um die Situation zu verbessern? Vielen Dank an Barbara, Leila und an alle anderen. Es ist wirklich eine Ehre, hier auf dem Panel zu sein. Ich möchte nur noch einmal unterstreichen, was Barbara bereits angesprochen hat. Es ist wirklich eine schreckliche Situation der globalen Impfstoffapartheid. Wir haben jetzt 18 Monate Pandemie erlebt oder länger und wir haben auch die wissenschaftlichen Instrumente, um die Pandemie zu überwinden, aber sie werden einfach Millionen von Menschen überall auf der Welt nicht zugänglich gemacht. Und Barbara hat über die Impfraten gesprochen. Die jüngsten Daten zeigen wirklich, dass erstaunlicherweise viele WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt zusammengekommen sind, auch Regierungen, die haben gemeinsam die Impfstoffe entwickelt. Es wurden 10 Milliarden Dosen verabreicht, aber ein Großteil nur in den reicheren Ländern. Das heißt, die Situation, über die Barbara schon gesprochen hat, also diese Impfstoffapartheid, bedeutet, dass hier die Menschen ihre dritte Impfung, ihre Boosterimpfung bekommen, aber in vielen anderen Ländern noch nicht einmal die erste Impfung erhalten haben. Und das ist jetzt der Stand im Jahr 2022. Es handelt sich um eine globale Krise und diese Impfstoffapartheit, diese Ungleichheit bedeutet, dass es natürlich auch mehr Varianten geben kann und die Pandemie dann noch viel länger dauert. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und auf uns alle. Und Leila, ich glaube, da haben Sie auch drauf abgezielt, also die Auswirkungen auf die Demokratie. Das heißt, wenn sich die Welt jetzt wirklich Gedanken macht über die demokratischen Traditionen und die Rechtsstaatlichkeit, Leila, dann denke ich, gibt es vier Dinge, die problematisch sind in der Art und Weise, wie wir mit der Pandemie umgehen. Wir dachten, dass eigentlich die also wir haben gemerkt, wir müssen noch viel mehr Arbeit machen. Zunächst einmal, wie funktioniert Macht in einer Gesundheitspandemie? Wie kann man Rechenschaftspflicht sicherstellen und wie kann man Rechte schützen? Also wenn es eine globale Pandemie gibt und es verfügbaren Impfstoff gibt, auch Testkits und so weiter, und man weiß, wie man die Pandemie managen kann, dann ist es wirklich schlimm, dass man abhängig ist von dem CEO eines pharmazeutischen Unternehmens und der Weltgesundheitsorganisation, der Welthandelsorganisation vielmehr, die dann sicherstellen müssen, dass die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um aus der Pandemie herauszukommen. Also das erste Problem mit der Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist die Frage, wer ist hier wirklich in einer Machtposition, wer hat die Kontrolle? Und ich denke, diese Pandemie hat gezeigt, dass es hier viele Schnittstellen gibt und dass wir anders daran gehen müssen. Das, die zweite Frage ist natürlich auch die Rechtsstaatlichkeit und die Rechenschaftspflicht und Demokratie. Also wir brauchen einen Impfstoffvertrag, einschließlich mit Pfizer, Johnson & Johnson und anderen oder auch Ländern, mit denen wir auf nicht traditionelle Art und Weise in Kontakt stehen. Also alle diese Firmen, die den Impfstoff vielen Ländern zur Verfügung stellen, tun so, als wäre es ein Staatsgeheimnis, was sie dort haben. Also die Frage ist, wen kann man zur Rechenschaft ziehen? Wie kann man Offenheit in einer Pandemie sicherstellen? Das wurde unglaublich schwierig gemacht aufgrund der Macht und der Reichweite privater Interessen und der Geheimhaltung. Und natürlich diese Geheimhaltung ist hier wichtig, denn man kann hier keine Gerechtigkeit erlangen, wenn es so viel Geheimhaltung gibt. Wir kennen die Preise nicht, wir kennen nicht die Exportstatistiken, wir kennen nicht die einzelnen Zahlen. Die werden wir vielleicht auch niemals kennen.
wenn diese nicht freiwillig offengelegt werden. In einigen Ländern wurden sie geleakt, in einigen Ländern wurden die Zahlen noch verändert, bevor sie veröffentlicht wurden. Und das ist grundlegend undemokratisch meines Erachtens. Also man kann hier kein öffentliches Beschaffungswesen haben, wenn so viel geheim gehalten wird. Und das dritte Problem, wenn man mit der Pandemie umgeht und versucht, hier eine demokratische Tradition aufrechtzuerhalten, ist die unfaire Verteilung des Impfstoffes. Wenn man also nicht weiß, worauf man sich geeinigt hat oder worauf sich andere geeinigt haben, wenn man nicht weiß, wo die Impfstoffe hingehen, warum manchmal abgelaufene Impfstoffe oder fast abgelaufene Impfstoffe geliefert werden, das heißt, der Kontext ist hier sehr wichtig. Gab es hier Überbestellungen oder Ähnliches? Oft haben Länder auch bei verschiedenen Unternehmen bestellt. Barbara hat das ebenfalls angesprochen. COVAX, die Initiative, versagt auch. Also es ist einfach angesichts des gegenwärtigen Systems schwierig, den Impfstoff zu den Menschen zu bringen, die ihn am dringendsten brauchen. Also diese unfaire Zuteilung bedeutet, dass das Hauptprinzip der Demokratie, und das ist nämlich die Konkurrenz auf dem Markt, nicht mehr möglich war. Es gibt keine wirkliche Konkurrenz auf dem Markt, weil es kein Wissen bereitgestellt wird, die Forschungsergebnisse nicht bereitgestellt werden in Bezug auf die Impfstoffe, um dann beispielsweise auch woanders zu produzieren. Und das ist der Grund, und darüber können wir sicherlich noch später drüber sprechen, warum bisher noch kein mRNA-Impfstoff in Südafrika produziert wird. Das heißt, die Ausübung der Macht, die Geheimhaltung, die ungerechte Zuteilung und der Mangel an Konkurrenz. Also ich dachte, wir leben in einer Weltwirtschaft, in der es auch um Wettstreit geht, um Konkurrenz. Aber inmitten der Pandemie geht es um Vetternwirtschaft sozusagen. Also das ist natürlich undemokratisch. Und das vierte Element ist, und Barbara hat das auch schon angesprochen, ist, dass unsere Regierung hat beispielsweise einen Vorschlag gemacht der Freigabe der Patente. Und das Europäische Parlament hat sich auch dafür ausgesprochen, die Europäische Kommission aber dagegen. Das heißt, demokratische Traditionen werden manchmal nicht realisiert in den eigenen Ländern. Und warum kann man diese Freigabe der Patente nicht verabschieden? Die Art und Weise, wie die WTO operiert, ist, dass man 7 oder 8 Länder hat oder regionale Blöcke hat, wie die EU beispielsweise, die in der Lage sind, alle quasi als Geiseln zu nehmen. Und das ist aus meiner Sicht undemokratisch. Wir brauchen einen Konsens inmitten dieses Gesundheitsnotfalls. Und man kann nicht die Sicht einer Minderheit der Mehrheit aufzwingen. Und ich denke, das richtet sich grundlegend gegen alle Rechtsstaatlichkeitsprinzipien. Leila, das wären jetzt meine 4 Themen und jetzt gebe ich an Sie zurück. Danke. Ja, vielen Dank, Fatima. Ich möchte gerne noch etwas mehr über die Rolle der Gesellschaft in Südafrika sprechen. Und diese Initiative gibt es ja schon seit geraumer Zeit. Und während der HIV-AIDS-Krise in Afrika hat sich ja dann ihre Initiative schon begründet. Und wie kann verhindert werden, dass die Gesellschaft nicht zusammenbricht, nicht nur in Südafrika, sondern auch anderswo während dieser Pandemie und hinsichtlich künftiger Unterstützung? Was muss sich an unseren Denkmustern verändern? Was hat die Pandemie wirklich verändert und transformiert? Gesundheitsaktivismus ist etwas, was ich schon lange betreibe. Und übrigens danke an für die großzügige Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung für unsere Arbeit in der Pandemie, weil wir schon befürchteten, dass die HIV-Krise sich bei uns wiederholen könnte, wenn die Machtverhältnisse erhalten bleiben. Also was konnten wir erreichen, wie Barbara schon sagte, während der Sozio
sozioökonomischen Krise, die Unterdrückung, Repression, die staatliche Macht hat, Machtausübung hat sich sehr schlimm verändert. Zum Beispiel schlimme Restriktionen hinsichtlich der bürgerlichen Rechte während des Lockdowns und Zugang zu pharmazeutischen Produkten. Eine Kombination ist es sozusagen einmal, wie kann man sicherstellen, dass die bürgerlichen Rechte gewahrt werden können, die aber stattdessen unterlaufen wurden während der Pandemie. Und wir müssen die Regierungen überzeugen, dass die Leute in den Lockdowns ihre Jobs und ihre Wohnungen verlieren. Das hat sich alles verstärkt durch die Pandemie. Es geht nicht nur darum, jemanden zu impfen und einfach zu hoffen, dass die Impfung dann Immunität gegen Armut bedeuten wird. Nein, das Armut ist wie eine Krankheit. Aber das kann man nicht wegimpfen. Und sozioökonomische Rechte müssen gewahrt bleiben. Und wir sollten alle, also Lockdowns sind notwendig, andere vielleicht nicht, aber das wird. Diese Spannung wird jetzt aufgegriffen von rechtsextremistischen Bewegungen gegen Restriktionen hinsichtlich in den Lockdowns und auch gegen Impfzwang sozusagen unter dem Argument der Wahlfreiheit. In unserer Sprache haben wir als pro-demokratische Aktivisten dies aufgegriffen, aber es gibt jetzt auch rechtsextreme Bewegungen in Niederlanden. In Deutschland und auch bei uns sehen wir ein Wiederaufflammen oder ein Aufflammen der rechtsextremen Bewegungen. Und gerade bei uns, in unserer Region, ist es so. Und das möchte ich sagen, wenn demokratische Traditionen versagen, wenn die Regierung keine Dienste bereitstellen kann, wenn der Staat unfähig ist oder ein Staat, der kein Geld hat, wenn er den Willen hat, aber das alles nicht umsetzen kann während einer Pandemie. Deswegen muss der IWF und die Weltbank auch finanzielle Unterstützung leisten, gerade für einkommensschwache Länder und die Zivilgesellschaft. Wenn da kommt die ins Spiel, denn wenn eine Art, wenn Impfprogramme in den Händen von bestimmten Ländern liegt, dann gibt es echte Hilfe nur von der Zivilgesellschaft und gerade in der Pandemie. Und in Südafrika beispielsweise hat die Zivilgesellschaft sich in verschiedener Weise eingebracht. Und es gibt unterschiedliche Beispiele dafür, aber man kann sagen, dass auch im Rest von Afrika die Zivilgesellschaft sich eingebracht hat. Und wir haben so viele Wellen von Krankheiten und Pandemien erlebt und es gab Impfstoffe, aber wir hatten keinen Zugang dazu. Wir haben Menschen verloren und erst in der vierten Welle haben wir die Impfprogramme anlaufen lassen, um Krankheit und Tod verringern zu können. Und Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, auch diese Dinge müssen bekämpft werden und auch die Ernährung, einfach Lebensmittelsicherheit bzw. Versorgungsunsicherheit. Das ist unzureichend abgedeckt und auch ein verfassungsrechtliches Argument für Gemeinschaften, die geschützt werden müssen. Gleichheit in einer Pandemie, Impfgerechtigkeit, wenn es zwei unterschiedliche Gruppen gibt, dann auch die Weißen wurden bevorzugt und Alte und Schwarze mussten zurückstehen gegenüber jungen Weißen. Also die Zivilgesellschaft muss auch
Hilfe erhalten für Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit. Xenophobie ist ein Problem in Südafrika. Das wird sich auch in den Wahlen niederschlagen. Zugang zu Impfstoffen, dann Diskriminierung aufgrund der Nationalität. Das haben wir überall auf dem Kontinent gesehen. Und zum Beispiel auch, wenn man Ausnahmeregelungen bekam, also für einen humanitären Puffer. Ich denke, es gibt immer auch eine lokale Dimension und eine globale Dimension dabei. Ja, vielen Dank, Fatima. Und ich möchte jetzt zurückschalten. Frau Keul, jetzt haben wir unheimlich viel gehört über die Frage von Impfgerechtigkeit, von globaler Ungleichheit. Über 160 Millionen Menschen sind neu in die Armut getrieben worden durch die Pandemie. Sie sind angetreten, die neue Regierung ist angetreten mit der Ambition einer menschenrechtsorientierten Außenpolitik inmitten dieser sehr prekären globalen Lage, inmitten der Pandemie und dieser wachsenden Ungleichheit. Welche dringenden Aufgaben sehen Sie denn vor sich und was wollen Sie denn anders machen als vorher? Also zunächst mal, was heißt das, eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik? Das ist ja nicht sozusagen das Sahnehäubchen. Man macht erstmal die Außenpolitik und dann guckt man, ob man nebenbei noch irgendwie sich um Menschenrechte kümmert. Sondern wichtig ist, dass das im Prinzip eine Haltungsfrage ist, die alle politischen Entscheidungen durchdringt. Dass man die Menschenrechte dabei immer mitdenkt, an jeder Stelle, an der man sich bewegt. Man kann es sich manchmal nicht ausdenken, aussuchen. Man muss auch mit Leuten sprechen, die Menschenrechtsverletzungen begehen, aber dabei sozusagen nie den Kompass aus dem Blick zu verlieren, sondern bei allen Entscheidungen immer mit einer klaren Haltung reinzugehen. Das ist das, was ich unter einer menschenrechtsbasierten Außenpolitik verstehe. Und sie ist auch nicht im Kontrast zu interessengeleiteter Außenpolitik, sondern es ist in unser aller Interesse, dass wir die Menschenrechte einen möglichst großen Freiraum für die Verwirklichung der Menschenrechte bieten, ist in unser aller Interesse. Von daher geht das eigentlich Hand in Hand. Und wir haben natürlich jetzt unabhängig schon vor Corona auch erleben müssen, dass Demokratie und Rechtsstaat stark unter Druck gekommen sind. Wir sehen das nicht nur in einigen unserer europäischen Nachbarn. Wir haben das gesehen in der Ära Trump in den USA. Wir sehen das aber auch in den Entwicklungen in China, sodass wir insgesamt feststellen müssen, dass die Demokratie ohnehin schon wieder sehr verteidigungsbedürftig ist. Also sie muss sich immer wieder rechtfertigen, sie muss sich begründen und das ist eben auch unsere Aufgabe, dafür auch immer wieder einzutreten und nicht Demokratie unter dem Blickwinkel der Effizienz zu beurteilen. Also wer kann am schnellsten ein Covid-Krankenhaus hinstellen? Die Chinesen schaffen es irgendwie in 10 Tagen und wir brauchen ganz lange. Ja, sondern wir müssen auch immer wieder deutlich machen, was sozusagen auch unsere Stärke als demokratischer Rechtsstaat ist und diese Anforderungen sind jetzt in der Pandemie leider ja noch größer geworden, weil die Freiräume eingeschränkt worden sind. Also die Pandemie-Kontrolle bedeutet eben auch Bewegungskontrolle, Einschränkungen von erstmal ganz physischer Bewegungsfreiheit. Aber in vielen Ländern ist es auch einhergegangen mit einer Einschränkung von Meinungs- und Pressefreiheit. Oder allein nehmen wir die Bildung. Ja, wie viele Kinder sind weltweit in der Pandemie nicht zur Schule gegangen? Also all dies schränkt Freiräume ein und am meisten natürlich auch nochmal wieder für diejenigen, die in Ländern als für die Menschenrechte eintreten, Menschenrechtsaktivisten, die eben auch ihre Schutzräume verlieren. Und das ist eben sozusagen unsere Aufgabe, also einmal im Allgemeinen immer wieder klarzumachen, wir müssen unser System des demokratischen Rechtsstaats auch immer wieder begründen, erklären und verteidigen. Er ist keine Selbstverständlichkeit. Das sehen wir in der Pandemie jetzt auch bei uns. Wir müssen ja gar nicht immer so weit weggucken. Auch wir haben hier vor Ort befremdliche Entwicklungen bei den Corona-Maßnahmen-Protesten. Nicht jeder Protest ist gleich antidemokratisch, aber wir sehen doch da einige sehr besorgniserregende Tendenzen auch in diesen Entwicklungen. Das heißt, wir müssen gar nicht immer erst so ganz, ganz weit gucken. Das heißt also, menschenrechtsbasierte Außenpolitik heißt natürlich auch selber bei sich selbst nicht vergessen zu gucken, was passiert hier eigentlich, um überzeugend aufzutreten. Und was können wir jetzt tun? Ja, also jenseits sozusagen der Haltungsfrage, die wir immer bei allen Entscheidungen mitbringen müssen, werden wir natürlich jetzt sehen müssen, dass wir gerade in der Pandemie diese Schutzräume
wieder besonders fördern und besonders gut hingucken, damit Einschränkungen, die in der Pandemie entstanden sind, jetzt nicht sozusagen sich verstetigen und dauerhaft als Normalität empfunden werden. Das ist ja im Prinzip die Gefahr. Wenn ich erstmal etwas eingeschränkt habe und als Staat irgendwo die Kontrolle habe, dann ist es natürlich naheliegend, das einfach so weiterlaufen zu lassen. Und da muss man natürlich genau hingucken und die Dinge auch benennen, wie sie sind. Wir werden an allen Botschaften künftig jetzt, um mal zu sagen, was die Regierung versucht, dazu beizutragen, eben Menschenrechtsbeauftragte auch an den Botschaften einzuführen. Wir haben spezielle Schutzprogramme auf den Weg gebracht, einmal für bedrohte Studierende, für Wissenschaftlerinnen, für Menschenrechtsaktivisten und jetzt als neues Programm wird dazu kommen auch nochmal für Journalistinnen und Journalisten, also Schutzprogramme, wo diese dann eben auch eine Zeit lang zu uns kommen können, wo sie bedroht sind, um dann aber auch natürlich ihre Arbeit auch wieder fortsetzen zu können, ihre Studien weiter fortsetzen zu können und auch ihre Medienarbeit vornehmen zu können. Und letzter Punkt, ich will mich natürlich auch jetzt nicht darum drücken, nur weil ich jetzt sozusagen Regierungsmitglied bin, auch etwas zur Impfgerechtigkeit zu sagen. Also es ist klar, die Entscheidung über den Antrag von Südafrika und Indien ist noch sozusagen offen in der Meinungsbildung. Das ist noch nicht abgeschlossen. Von daher ist es nicht erstaunlich, dass ich da jetzt nicht mit einer Überraschung um die Ecke kommen kann. Man kann vielleicht zu sagen, immerhin, ich glaube, das muss man schon sehen, dass Deutschland einen sehr hohen Anteil mit 2,2 Milliarden den höchsten an COVAX hat, was die Impfdosen betrifft, die freigegeben worden sind. So, jetzt gibt es da, ich kann den Antrag nachvollziehen, die Freigabe der Patente, darüber wird irgendwie zu reden sein. So, es ist ja auch es gibt ja auch die Möglichkeit, vielleicht über eine begrenzte Form der Freigabe, ob geografisch oder zeitlich oder wie auch immer, zu reden, das muss man sehen. Aber wichtiger Punkt, damit argumentieren ja auch leider die, aus meiner Sicht, die Gegenargumente für die Freigabe der Patente ist, dass es in erster Linie auf die Produktionskapazität ankommt. Also das ist auch etwas, was man unabhängig davon auf jeden Fall fördern muss. Ja, das wollen wir auch tun. Aktuell sozusagen wird die Impfstoffproduktion in Südafrika und in Senegal gefördert. Noch diesen Monat wird auch der Bundespräsident zum Spatenstich nach Senegal fliegen, um eben die entsprechende Impfproduktion dort auf den Weg zu bringen. Ich glaube, man sollte das mit den Patenten nicht gegeneinander ausspielen. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber ich will erst mal sagen, auf jeden Fall die Produktion auf den Weg zu bringen, ist schon mal ein wichtiger Schritt. Und den werden wir auf jeden Fall auch als neue Bundesregierung massiv nach vorne bringen. Vielleicht soweit von mir erst mal als Einstieg. Ja, vielen Dank, Frau Köll. Vielleicht, Fatima, möchtest du gleich auch noch mal was dazu sagen? Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz zu Barbara übergehen. Du hast ja jetzt in der Stiftung auch sehr viele Prozesse angestoßen, noch mal zu überlegen, was hat die Pandemie in unserer Arbeit verändert? Was hat sie mit den zivilgesellschaftlichen Partnerinnen vor Ort gemacht? Was hast du denn für Forderungen an die Politik, was sich ändern muss, auch in der Art und Weise, wie wir unsere zivilgesellschaftlichen Partnerinnen und Partner vor Ort unterstützen können? Also erst einmal möchte ich an dem anknüpfen, was Fatima gesagt hat, dass sich für viele, auch unserer Partnerinnen, durch die Pandemie die eigene Aktivitätenagenda geändert hat. Ganz viele auch unserer Partnerinnen mussten von der politischen Arbeit umschwenken auf humanitäre Arbeit. Und ich glaube schon, dass wir alle gemeinsam in der Zivilgesellschaft eine Diskussion darüber brauchen, was eigentlich in diesen Krisen passiert. Viele Nichtregierungsorganisationen übernehmen eigentlich staatliche Aufgaben. Wir übernehmen Aufgaben, weil staatliche Gesundheitssysteme marode sind, geschwächt sind, weil sie die Dienste, die Dienstleistungen, die medizinischen Dienstleistungen, die humanitären Dienstleistungen für ihre Bevölkerung nicht erbringen. Und ich finde schon, dass wir auch in der Zivilgesellschaft eine Diskussion brauchen, was eigentlich geschieht, wenn unsere Aufgaben sich verändern, noch mal stärker weg von einer politischen Agenda, weg von einer Gerechtigkeitsagenda hin zu einer eher
humanitären Agenda. Viele unserer Akteurinnen schaffen es nach wie vor, auch für rechtebasierte Gesundheitspolitik einzutreten, für das Recht auf Nahrung oder für das Recht auf Bildung einzutreten. Das ist wichtig. Aber wir müssen uns da auch mit den Folgen der Pandemie beschäftigen, wenn von einer politisch orientierten Agenda letztlich auch wir mit Partnerinnen zu tun haben, die einfach ums schiere Überleben kämpfen mussten. Ja, wir haben große Spendenausfälle erlebt. Das kann eine Heinrich-Böll-Stiftung nie kompensieren. Was, glaube ich, für uns grundsätzlich, und das möchte ich auch in dieser Session des Panels nutzen, Katja Keul hat darüber gesprochen, dass wir Schutzräume für Menschenrechtsverteidigerinnen brauchen, für Journalistinnen, Journalisten, die massiv unter Repressionsdruck geraten weltweit. Wir erleben in der Pandemie vor allem auch einen ganz starken Druck auf Journalistinnen, auf Bloggerinnen. Die brauchen ebenfalls Schutz und unsere Unterstützung. Eine Bundesregierung muss natürlich an allen Ecken und Enden auch deutlich machen, dass sie sich für die Rechte der Zivilgesellschaft einsetzt, für Grundrechte einsetzt. Ich glaube, es ist total zentral, dass sich die Staatsministerinnen, auch Annalena Baerbock, so wie sie es jetzt auch wohl in Palästina heute tut, überall auch mit der Zivilgesellschaft trifft, um deutlich zu machen, welchen Stellenwert freie Zivilgesellschaften haben. Dass wir sie brauchen. Sie sind die Essenz für Demokratie, so wie wir freie Meinungsäußerung etc. brauchen. Der dritte Punkt, den ich ganz zentral finde, und der hat nicht nur, aber auch mit der Pandemie zu tun. Wir brauchen in der Bundesrepublik, aber auch in der Europäischen Union eine Debatte darüber, wie eigentlich Funding aussieht. Unter welchen Bedingungen kommt eigentlich externe Finanzierung in die Länder des globalen Südens? Und da bin ich sehr froh, dass im Koalitionsvertrag steht, dass das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit bereit ist, die Förderrichtlinien für Zivilgesellschaft zu überprüfen im Hinblick darauf, ob die heutigen Förderrichtlinien eigentlich noch angemessen sind im politischen Kontext von Closing Spaces, im politischen Kontext autoritärer Regime, die alles tun, um auch an Daten ranzukommen, die wir haben. Wir können unter den Bedingungen von autoritären Regimen nicht mehr all diese Förderrichtlinien zum Teil bedienen, die wir bedienen sollen, weil wir einen Schutzauftrag für unsere Partnerinnen haben. Wir müssen Partnerinnen schützen, denen wir auch immer noch Finanzmittel zur Verfügung stellen, damit sie ihre politische oder auch ihre entwicklungspolitische Arbeit machen können. Und da wünsche ich mir sehr, das ist auch wirklich eine Botschaft an Katja Keul, dass wir beginnen müssen, darüber nachzudenken, wie eigentlich Förderrichtlinien auch eines Auswärtigen Amtes und des BMZ aussehen müssen, damit wir unter Bedingungen von Closing Spaces auch den Schutz, also unseren Schutzauftrag erfüllen können. Das ist eine der größten Aufgaben auch dieser Legislatur, neben all dem Wichtigen, was Katja gesagt hat, was wir brauchen. Ja, danke, Barbara. Ich denke, auch die Anregung von Fatima, politische und soziale Rechte doch viel und Gesundheitsrechte viel enger zusammenzudenken, auch sehr wichtig für uns. Absolut. Ich kann mich an meinen Kollegen in Thailand erinnern, der meinte, dass die Partnerorganisationen dort, die zum Beispiel Klimaschutz arbeiten, ja, die zu all diesen High-Level-politischen Themen arbeiten und dafür immer die Communities um Unterstützung beten, dass sie dann demonstrieren, dass sie dann mobilisieren, dass sie sich regelrecht geschämt haben in der Pandemie, dass sie diesen Communities dann keine Masken zur Verfügung stellen konnten, keine Gesundheitsmaßnahmen zur Verfügung stellen konnten, weil das einfach unsere Förderung nicht erlaubt. Und das geht in der Pandemie nicht oder in anderen. Es geht um eine ganz andere Flexibilität. Es geht darum, reaktionsschnell zu sein. Wir wirklich auch in der Stiftung ist so, dass eine Pandemie und auch andere Krisen, wir haben ja multiple Krisen, wir haben Klimakrisen, Umweltkrisen, Flüchtlingskrisen, eine Planbarkeit und Abrechenbarkeit, wie es unsere Bürokratie verlangt. Ich bin sehr für Transparenz, um das auch klar zu machen, aber dass da einfach zum Teil Regeln herrschen, die nicht mehr angemessen sind, um mit multiplen Krisen, sozialen Krisen, ökologischen Krisen oder
auch einer Pandemie umzugehen. Und deswegen braucht es da wirklich Umdenken. We have only 5 minutes left. I would like to ask. Wir haben nur noch 5 Minuten Zeit und ich würde Fatima jetzt gerne bitten, auf das zu reagieren, was Katja gesagt hat. Und dann kann Katja noch abschließende Worte sagen. Vielen herzlichen Dank, Katja, und auch dafür, dass Sie so ehrlich sind und das mitgeteilt haben. Also ich muss sagen, als globale Aktivistin, die sich so lange für eine Aussetzung des Patentschutzes einsetzt, habe ich eigentlich gehofft, dass die deutsche Regierung eine Aussetzung unterstützen wird. Und das ist ein bisschen entmutigend für uns, dass quasi im Sinne der pharmazeutischen Industrie entschieden wird. Und auch wenn man Geld bereitstellt, dass das trotzdem nicht klappt. Also auch wenn wir linkere Regierungen haben, die an die Macht kommen, sehen wir, und ich habe ja zuvor schon die Macht der pharmazeutischen Industrie angesprochen, dass die Regierungen eigentlich in dieser Hinsicht weitermachen wie bisher. Im Angesicht von Millionen von Menschen, die sterben und dieser wachsenden Ungerechtigkeit. Und gestern haben wir gehört, dass BioNTech Pfizer, dass der Impfstoff für diese Firmen das Produkt ist, was sich am besten verkauft. Und es gibt natürlich unzählige AktionärInnen und die werden teilweise Milliardäre. Also in die Forschung wurde relativ wenig investiert, weil viele Gelder von den Staaten kamen. Und es ist jetzt eine Technologie, das TRIPS muss hier einfach flexibilisiert werden, würde ich sagen, also um eine Freigabe zu erreichen oder eine Aussetzung des Patentschutzes. Also zunächst einmal, wir haben ja auch etwas gehört über die geografische Freigabe oder zeitlich befristete Freigabe. Aber die Biden-Regierung beispielsweise hat eine Aussetzung des Patentschutzes, eine teilweise Aussetzung unterstützt. Und denn sie haben anerkannt, dass es wichtig ist, dass diese unzureichende Verteilung auf globaler Ebene letztendlich nur gelöst werden kann, indem der Patentschutz zeitweilig aufgehoben wird. Und Katja, Sie haben ja auch die Erhöhung der Produktionskapazitäten angesprochen, aber niemand wird eine theoretische Kapazität aufbauen, solange nicht auch ein Technologietransfer stattgefunden hat. Und trotz der Weigerung von BioNTech, Pfizer oder Moderna haben wir die Möglichkeit, haben wir Kapazitäten aufgebaut. Wir wissen allerdings noch nicht, was die Unternehmen jetzt planen. Und jeder Versuch, Wissen zu teilen, wird quasi boykottiert. Also ich denke, es muss hier eine wirkliche Diskussion darüber geben, wie konnte es sein, dass solche Unternehmen so viel Macht erhalten haben, dass sie in verschiedenen Regierungen ein so großes Mitspracherecht haben und sich gegen eine Aussetzung des Patentschutzes äußern können. Und da müssen wir natürlich auch die Kapazitäten aufbauen und den Technologietransfer verbessern, um solche Bestrebungen zu unterstützen. Und Barbara, also die europäischen Regierungen, also das Team Europa, haben alle in die mRNA-Forschung investiert. Aber die Unternehmen, die jetzt diese Technologie teilen könnten, machen das nicht. Und also dieser Vorschlag der Aussetzung des Patentschutzes muss bis Ende Februar diskutiert werden. Und letztendlich hat sich die gesamte Situation schon wieder verändert, also durch Omikron und so weiter. Also ich denke, für uns als Aktivisten und auch als Teil der Impfstoffbündnisses, also dass 7, 8 Regierungen immer noch sehr viel Macht haben, die sagen, wie dieser Patentschutz, wie man damit umgeht. Danke, und Fatima. Ich muss leider, Katja muss in 1 Minute oder 2 Minuten weg, deswegen würde ich ihr ganz gerne noch das letzte Wort geben.
Ja, also ich will mich jetzt auch gar nicht um diese Diskussion drücken. Das ist jetzt fast unangenehm, jetzt zu sagen, dass ich tatsächlich zum nächsten Termin muss. Aber ich kann nur sagen, ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich habe da Verständnis für diese Forderung. Und es wird in der Bundesregierung noch abzustimmen sein, also innerhalb der Ressorts und natürlich auch in der EU. Diese Entscheidung kann ich jetzt nicht vorwegnehmen. Aber ich kann nur noch mal darauf hinweisen, die Produktionskapazitäten aufzubauen. Da geht es sozusagen konkret los. Und was die Patente betrifft, ich nehme die Argumente also auch noch mal mit. Aber da müssen wir jetzt einfach die Abstimmung abwarten. Das nützt uns nichts. Also ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung. Es war sehr, sehr spannend. Ich wünsche auf jeden Fall auch eine tolle Tagung. Auch noch mal vielen Dank an Barbara Unmüßig und wünsche allen einen guten Verlauf. Nimm einfach die guten Argumente mit. So genau. Mache ich das. Vielen Dank für die tolle Diskussion. Tschüss. So, Barbara, Fatima, wir sind eigentlich auch am Ende angekommen. Aber ich glaube, das war wirklich sehr gut, dass Katja Koll jetzt diese ganzen Argumente auch von dir, Fatima, mitnehmen kann. Und wirklich eine Grundlage hat auch für informierte Entscheidungen und informierte Diskussionen. Barbara, du möchtest auch noch was sagen. Ich bedanke mich schon mal bei dir, Fatima. Und dann, Barbara, kannst du uns ja auch verabschieden. Ja, wunderbar. Ich danke Fatima auch von ganzem Herzen für ihre Argumente, auch nochmal aus der Perspektive eben auch gerade eines Landes wie Südafrika, das Produktionskapazitäten hat, die den Waiver mit Indien eingebracht hat. Und ich muss wirklich sagen, ich teile auch, dass es hier darum geht, dass wir dauernd darüber reden, wie sich Russland und China politische Einflusssphären mit Impfstoffen sichern. Was der Norden hier tut, die westlichen Demokratien tun, das ist die ökonomischen Interessen der hiesigen Pharmakonzerne zu schützen. Und das heißt aber auch, dass das nicht gerade die Glaubwürdigkeit westlicher Demokratien befördert. Wir können nicht mit Entwicklungshilfe und mit COVAX diese Krise alleine lösen, sondern wir müssen sie lösen mit Produktionskapazitäten, mit dem Aufbau von besseren Gesundheitsinfrastrukturen. Und da muss es um die eigenständige Produktion gehen und nicht nur mit Konzernen aus dem Norden, sondern mit afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Firmen. Ja, es geht hier nicht darum, neue Abhängigkeiten zu schaffen, sondern das, was vorhanden ist, vor Ort zu unterstützen. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Fatima, für deine klaren Worte. Ich bin froh, dass ihr hier so lautstark aktiv seid und wir versuchen, euch hier zu unterstützen, auch mit dieser Tagung. Danke und alles Gute. Danke dir, liebe Laila, für die schöne Moderation. Danke euch. Tschüss nach Südafrika. Tschüss, Barbara. Und gleich geht es hier weiter in ungefähr 12 Minuten mit dem nächsten Panel.
Hallo und willkommen zu unserer Konferenz Die Pandemie und globale Demokratie. Direkt zu Beginn ein Hinweis auf die Übersetzung. Wir werden gleich Deutsch und Englisch sprechen. Wenn Sie Übersetzung brauchen, bitte auf den kleinen Globus unten in der Leiste drücken. Da finden Sie einen deutschen, englischen und spanischen Kanal. Hello and welcome to our conference, The Pandemic and Global Democracy. We will speak English and German. If you require translation, please press the little globe button at the bottom. You will find a German, English and Spanish channel. Dann nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, Sie zu begrüßen. Mein Name ist Laila Al-Zubaydi. Ich bin stellvertretende Leiterin der internationalen Abteilung hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Von allen Seiten, aus den Medien, von der Wissenschaft und aus der Zivilgesellschaft hören wir Warnungen, dass demokratische Prinzipien immer stärker ausgehöhlt werden und dass Menschenrechte und Zivilgesellschaft global zunehmend unter Druck geraten. Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und politische Freiheiten sind vielerorts bedroht. Und die Corona-Pandemie ist daher auf einen global sowieso schon fortschreitenden Trend getroffen, der uns zeigt, dass Autokratien immer repressiver und Demokratien immer schwächer werden. Und der Umgang mit der Pandemie in den vergangenen 2 Jahren scheint diesen Trend vielerorts noch verstärkt zu haben. In diesem Panel wollen wir uns etwas näher anschauen, was die neuesten Erkenntnisse sind. Stimmt das alles? Wie hat sich die Pandemie auf Demokratie weltweit ausgewirkt? Wir wollen aber auch einen Blick auf Europa werfen, besonders auf Griechenland und Ungarn. Griechenland, wo aufgrund der ökonomischen Krisen auch eine Demokratiekrise droht oder bereits stattfindet, und Ungarn, das ja schon länger eine besorgniserregende Entwicklung genommen hat. Wie steht es um demokratische Räume in den beiden Ländern heute? Was können wir lernen? Welche Risiken sollten wir kennen? Das sind die Fragen, die wir uns heute stellen wollen. Ganz kurz ein paar Worte zum Ablauf und zur Technik. Ich werde unseren Gästen, die ich gleich vorstellen werde, erst selbst ein paar Fragen stellen und dann nach ca. 50 Minuten werde ich das Podium öffnen für Sie, unser Publikum. Bitte schreiben Sie Ihre Fragen in den F&A-Button, Fragen und Antworten. Den Button finden Sie auch in der unteren Leiste. Und meine Kollegin Luisa Reh wird dann später die Fragen dem Panel stellen. Und jetzt freue ich mich sehr, unsere Gäste zu begrüßen. Sabine Donner ist Senior Expert bei der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh, wo sie unter anderem auch den Bertelsmann Transformation Index mitverantwortet, der weltweit demokratische Indikatoren erhebt und eine sehr wichtige Referenz ist für alle, die sich für Demokratieentwicklung weltweit interessieren. Ich begrüße ganz herzlich Peter Kleko, kritischer Kommentator ungarischer Politik und Direktor des Political Capital Institute, ein politischer Think Tank in Budapest. Herzlich willkommen. Und ich begrüße ganz herzlich Stefanos Loukopoulos, Gründer und Direktor von Bullywatch in Athen. Es ist ein Institut, das die griechischen Bürgerinnen und Bürger ermutigt, sich mit parlamentarischer Politik auseinanderzusetzen und sich mit ihren Parlamentariern zu engagieren. Toll, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Frau Donner, ich würde ganz gerne mit Ihnen beginnen, mit dem globalen Blick. Der neueste Bertelsmann Transformationsindex wird ja gerade veröffentlicht, ist, glaube ich, noch nicht raus, aber in der Mache. Und die globalen Demokratiewerte sind ja jetzt schon einige Jahre lang nicht besonders gut gewesen. Was ist denn Ihre jüngste Bilanz? Ist es besser geworden? Ist es schlechter geworden? Kann man das so einfach sagen? Können Sie bereits Schlüsse ziehen, wie sich die Pandemie global ausgewirkt hat? Vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung und die Einladung. Ich freue mich sehr, praktisch eine kleine Preview zu geben auf die BTI-Ergebnisse, die am 23. Februar veröffentlicht werden. Und wir sind gerade auch selber noch dabei, aufzubereiten, was sind eigentlich die Kernbotschaften. Wie Sie richtig gesagt haben, trifft Pandemie auf eine Situation, was die Demokratie weltweit angeht, die ohnehin schon besorgniserregend war. Ich habe keine guten Nachrichten im Gepäck, wenn wir so auf die globalen Entwicklungen oder wenig gute Nachrichten im Gepäck, sagen wir so, was die Lage angeht. Es setzt sich ein Trend fort, den wir seit
im BTU ungefähr seit dem BTI 2010 beobachten. Rund ein Fünftel der Demokratien, die wir untersuchen, und wir untersuchen im BTI nicht die westlichen Demokratien, das macht ein Schwesterprojekt, die sich noch mal ein bisschen genauer die unter die Lupe nehmen. Wir untersuchen 137 Entwicklungs- und Transformationsstaaten weltweit. Von diesen ein Fünftel ungefähr verschlechtert sich, hat sich in den letzten 10 Jahren die Demokratiequalität verschlechtert. Und zwar insbesondere in den Bereichen, die auch von der Pandemie jetzt besonders betroffen sind. Also Bürgerrechte, die eingeschränkt werden, ein schrumpfender Raum für zivilgesellschaftliche Beteiligung, Versammlungs-, Vereinigungsfreiheit und Medienfreiheit waren praktisch die Kriterien, die schon vor der Pandemie am stärksten betroffen waren. Und insofern ist es wenig überraschend, dass das nicht besser geworden ist. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass man praktisch ähnlich wie bei dem Virus selber sagen kann, so geht das auch den Demokratien, die mit diesem Stresstest umzugehen haben. Vorerkrankte sozusagen, dort, wo bereits Probleme entstanden, werden besonders hart getroffen. Also überall dort, wo Institutionen, Gewaltenteilung, Kontrolle von Regierungen schon vorher bewusst ausgehöhlt wurde, ist es natürlich in so einem Fall noch einfacher, durch Notgestandsgesetzgebung und so weiter, das weiter fortschreiten zu sehen. Wir sehen keinen Rieseneinbruch da, weil eigentlich ehrlich gesagt, the damage has been done before. Also da war schon sehr viel Schaden vorher angerichtet worden. Und ansonsten sehen wir auch, ja, alle Staaten haben Rechte eingeschränkt durch die Pandemie, durch Notstandsgesetzgebung und so weiter. Ich verallgemeinere jetzt, wir können da nachher noch tiefer reintauchen, aber sagen wir mal, je weiter fortgeschritten die Demokratien waren und je stabiler sie waren, je resilienter sie auch vorher schon waren, umso klarer haben sie sich an Vorgaben gehalten. Also sind diese Notstandsregelungen nach einem Prozess parlamentarisch zum Beispiel abgestimmt, erhoben worden, gab es eine zeitliche Befristung dafür, waren sie verhältnismäßig. Und je weniger stabil sozusagen Demokratien waren, umso eher wurde das ausgenutzt. Autokratien haben fast keine gar keine Notstandsregelungen in irgendeinem Verfahren oder Prozess erhoben, sondern schlicht sind stärker repressiv geworden und haben das umgesetzt. Wir haben einen großen Bereich an dem, was wir sozusagen defekte Demokratien nehmen, also angegriffen ohnehin schon in diesen Bereichen. Da war es am schwierigsten, da gab es die meisten Übergriffe. Insgesamt aber hat sich der Trend bestätigt. Ich ende kurz mit einem positiven Signal, das wir auch schon seit einigen Jahren sehen. Die stärksten Widerstandskräfte gegen den Abbau von demokratischen Institutionen sind weiterhin zivilgesellschaftliche Akteure, und teilweise auch Vertreter von den Institutionen, die am härtesten angegriffen werden, nämlich in Gerichten und so weiter. Wir sehen bei unseren Werten, dass Werte für Interessensgruppen dem negativen Trend entgegenstehen. Da gibt es einen leicht positiven Trend. Es gibt einen unheimlichen Aktivismus bei Bürgern und Bürgerinnen, sich da gegen Unrechtszustände zu wehren, genauso wie in den Institutionen selber die Gegenwehr relativ groß ist. Ich glaube, das gilt es zu unterstützen. Ich ende mal hier mit dem ersten Überblick. Also ist eine Ihrer Bilanz auch, dass die Pandemie schon auch in den Bevölkerungen teilweise dazu beigetragen hat, das Bewusstsein zu schärfen für Demokratie und auch nochmal ganz anders zu mobilisieren für Demokratie? Ich glaube, der Grad der Mobilisierung war schon hoch, weil Leute einfach unzufrieden waren mit der Art und Weise, wie sie regiert werden. Und zwar nicht nur in Demokratien, das muss man immer dazu sagen, sondern auch in Autokratien nicht. Also wir haben schon vor der Pandemie waren die Proteste unheimlich groß gegen soziale Missstände, gegen Korruption. Aber ja, ich glaube, wir sehen auch, und dann muss man gucken, ob das dauerhaft ist, wir sehen in einigen Ländern oder in vielen Ländern eine Zunahme von übergreifenden Zusammenarbeiten, Einspringen von zivilgesellschaftlichen Organisationen dort, wo Staat versagt, wo man sagen kann, okay, da gibt es Sozialkapital und Solidarität, die wir sehen, die kann positiv genutzt werden, die kann auch bleiben. Das ist aber ehrlich gesagt zu früh zu sagen, ob das tatsächlich so bleiben wird. Aber zumindest die Chance gibt es, dass das für einige ein Weckruf war, dass das für einige aber auch ein Aufruf zu Engagement war. Und da kommt es natürlich im Wesentlichen darauf an, auch wie die Regierungen weiter damit umgehen.
Sie haben ja erwähnt vorhin, dass viele Maßnahmen vor allem Grundrechte betroffen haben, ne? Also Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Organisationsfreiheit. Können Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen Einblick geben, wie sich das alles auf Desinformation ausgewirkt hat? Also Meinungsfreiheit einerseits, Einschränkung von Meinungsfreiheit, dass zum Beispiel in manchen Ländern gewisse Informationen über die Pandemie wahrscheinlich nicht an die Öffentlichkeit geraten durften, Journalistinnen und Journalisten eingeschränkt wurden. Aber hat die Pandemie auch dazu beigetragen, an vielen Stellen weiter zu spalten, dass Desinformation befördert? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die Sie ziehen können aus dem neuesten Index? Also was wir natürlich einerseits sehen, ist auch da eine Fortsetzung eines Trends, ne? Eine sehr einschränkende Regelung, was Presse- und Meinungsfreiheit beispielsweise angeht, Fake News-Gesetzgebungen oder sowas wie wiederum Diskriminierung, also praktisch Verunglimpfung oder Verleumdung wieder eine strafrechtlichen Bestandteil zu machen. Wenn ich den Präsidenten beleidige, werde ich mit einer harten Geldstrafe oder sogar Gefängnis bedroht. Diese Art von Verschärfung von Mediengesetzgebungen gab es auch schon vor der Pandemie. Indien hat ein Gesetz sehr viel früher schon verabschiedet, ne? Singapur, glaube ich, 2019. Also diese Verschärfung sehen wir. In einigen Ländern wurde die Pandemie als Vorwand genutzt, dass genau solche Gesetzgebungen, Fake News-Gesetzgebungen einzuführen. Wir sehen da eine Beschleunigung. Und ich glaube, dass diese, was auch die Konfliktintensität innerhalb von Gesellschaften angeht, ja, die hat zugenommen, auch das schon vor der Pandemie. Und sie wird von einigen Regierungen auch ganz bewusst betrieben, weil das sozusagen, ne, insbesondere in populistischen Regierungen, einfach die Legitimitätsgrundlage ist, irgendwie dazu zu sorgen, dass man die eigene Partei um sich schart, dass alle anderen, die nicht mit uns sind, gegen uns sind. Ich bin gar nicht sicher, ob das... angesichts der, und das messen wir ja im BTI auch, der wirtschaftlichen, sozialen Auswirkungen und vor allem der Regierungsfähigkeit, ob das unbedingt in allen Ländern wirklich dann weiter nach unten geht. Denn die schlechteste aller Welten sehen wir eigentlich im Umgang mit der Pandemie, bei der Governance, bei populistischen Regierungen. Und das kann durchaus dazu führen, dass die auch entzaubert werden. Also dass Bevölkerung bewusst sagt oder dass die Bürger bewusst sagen, das war schlecht, und diese praktisch Leugnung von wissenschaftlichen Grundlagen, die Desinformation, die teilweise selber von der Regierung kam, die Verfolgung von Journalisten, die Daten möglicherweise oder die tatsächlichen Zustände veröffentlicht haben wollen. Das sind Geschichten, die dazu geführt haben oder beschleunigt haben, dass wir mit dieser Pandemie nicht gut umgegangen sind. Und in dem Fall hat das Leben gekostet. Also da kann es durchaus auch einen Backlash geben, den wir so stark noch nicht unbedingt sehen. Aber wir sehen ja in einigen Ländern, Tschechien, Bulgarien, durchaus auch bei den Wahlergebnissen, dass der Zustrom an die Populisten nicht unbedingt mehr so groß ist, wie er vielleicht in den letzten Jahren war. Das kann durchaus zusammenhängen. Kausal kann ich das, bin ich immer sehr vorsichtig, da so eine ganz lineare Ableitung zu treffen. Ja, vielen Dank schon mal. Da sind ja schon sehr viele Punkte, auf die wir wahrscheinlich zurückkommen werden. Ich werde mal kurz ins Englische rüber switchen, because I would like to move to Stephanos. Stephanos, ich würde gerne kurz einen Satz vorlesen, den Sie in einem Ihrer Artikel geschrieben haben. Sie haben gesagt, leider ist die Pandemie nicht nur hier, um die Robustheit unserer Gesundheitssystem und Volkswirtschaften auf die Probe zu stellen, sondern auch die wirkliche Basis unserer Demokratie und unserer Sichtweise. Die Angst und Unsicherheit, die in der Gesellschaft gefühlt wird, in diesem Fall ausgelöst durch Covid-19, kann eine Brutstätte für autoritäre Herangehensweisen sein. Und ich fand das wirklich interessant und passend. Und Sie haben das Problem damit so gut umschrieben. Also ich frage mich, inwieweit haben Sie sich dabei auf Griechenland bezogen? Und können Sie die Situation in Griechenland vielleicht ein wenig beschreiben? Vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Freude, hier bei Ihnen zu sein und über ein Thema zu sprechen, das so wichtig ist. Also letztendlich ist es so, dass wir alle und auch insbesondere diejenigen, die in Ländern leben, die bereits einige Probleme
mit der Qualität der Demokratie hatten, ist das insbesondere ein wichtiges Thema. Um Ihnen einen kurzen Überblick zu geben, was in Griechenland passiert, jetzt möchte ich Folgendes sagen. Die Wirtschaftskrise, die anhält, und die Sparmaßnahmen, die von der griechischen Regierung eingeführt wurden, haben die Demokratie in Griechenland stark beschädigt. Die Armut und Ungleichheit und auch insbesondere die abgerutschte Mittelschicht haben dazu geführt, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Vertrauen in die Politik verloren haben und natürlich auch in politische Institutionen. Ein gutes Beispiel ist hier der Aufstieg der Neonazi-Organisation in Griechenland, die sogar in einigen Teilen des Landes gewählt wurde. Griechenland hat einige Jahre relativer Stabilität erlebt vor der Pandemie. Aber die Pandemie hat letztendlich die Demokratiekrise weiter verschärft in unserem Land. Und zwar, ich würde aber sagen, dass es ganz anders war als durch die Wirtschaftskrise. Also die Wirtschaftskrise hat dazu geführt, dass es eine Demokratiekrise gab, und zwar in der Art und Weise, dass die Menschen ihren Glauben, ihre Zuversicht in das politische System verloren haben. Und das war hauptsächlich die Ursache letztendlich für die schlechte Situation des Landes. Aber in der Pandemie ist die Demokratieerosion nicht nur eine Reaktion auf die Desillusionierung der Gesellschaft, sondern ich würde sagen, dass wir hier das Ergebnis der Politik und der Handlungen einer konservativen Regierung sehen, die zunehmend mit autoritären Praktiken flirtet, sozusagen. Also abgesehen von den sehr verfassungsfeindlichen Maßnahmen, die eingeführt wurden, um die Pandemie in Schach zu halten, die eine Reihe von Grundrechten beschränken, haben wir in den vergangenen Jahren auch gesehen, dass es eine Zunahme an Korruption gegeben hat und einen zunehmenden Mangel an Transparenz. Der Gesetzgebungsprozess und öffentliche Vergaberegeln und auch Einflussnahme auf die Medien hat sich verstärkt. Also Griechenland erlebt eine Demokratiekrise, die noch verschärft wird und stärker wird, weil das Land einfach keine Zeit hatte, sich von der vorherigen Krise zu erholen. Also es ist quasi eine neue Covid-Variante, die kommt, also eben diese beiden Krisen, die wir erlebt haben, Wirtschaftskrise und jetzt Pandemie. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagen würden, dass die Situation gegenwärtig quasi die Saat des Autoritarismus ist, die wir sehen, also die jetzt gesät wurde? Beziehen Sie sich darauf? Genau, in vielerlei Hinsicht, würde ich sagen. Also zunächst einmal haben wir eine Entwicklung gesehen, dass die Regierung sich um die Rechenschaftspflicht drückt. Sie haben alle möglichen Regeln und Vorgaben in Bezug auf Transparenz gebeugt und umgangen. Die Polizeibrutalität ist angestiegen. Und ich kann Ihnen sicherlich später noch mehr darüber sagen, wie die Regierung sich auch in die Medienlandschaft einmischt. Also es gibt dieses Gefühl, dass und ich habe das bereits am Anfang gesagt, dass abgesehen von den starken Sparmaßnahmen und auch den restriktiven Lockdown-Maßnahmen wir auch viele Fälle erlebt haben, wo
die Verfassung einfach umgangen wurde, wo Regeln umgangen wurden, die es seit Jahren natürlich gibt, sei es nun in Bezug auf das öffentliche Vergabewesen oder auch im Gesetzgebungsprozess. Also viele grundlegende Regeln wurden einfach umgangen. Und die restriktiven Lockdown-Maßnahmen wurden eingeführt, nachdem der Ministerpräsident dies im Fernsehen angekündigt hat. Also er hat etwas angekündigt, dass die Menschen eine Strafe bekommen, wenn sie sich dagegen, also wenn sie sie nicht einhalten. Und eigentlich hätte das aber ein Prozess sein müssen, der im Parlament stattfindet und der vielleicht längerfristig diskutiert werden muss. Vielen Dank, Stefanos. Vielleicht kommen wir einmal nach Ungarn. Und ich denke, es ist auch sehr interessant, wenn wir hier hin und her springen, um den Vergleich zu sehen. Also Peter, vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Ich denke, wir kennen und wissen alle um die anhaltende Demokratiekrise in Ungarn. Seit etwa einem Jahrzehnt sehen wir das ja schon. Hat die Pandemie diese Krise noch verschärft oder ist das jetzt ganz anders als in Griechenland oder wurde einfach das, was bisher schon passiert war, noch verschlimmert? Vielen herzlichen Dank, Laila, für Ihre Frage und auch vielen herzlichen Dank an die Böll-Stiftung, dass Sie mich eingeladen haben und dass wir dieses wichtige Thema hier besprechen können. Und ich möchte jetzt nicht zu pessimistisch sein, aber ich denke, das ist auch ein bisschen schwierig angesichts der gegenwärtigen Situation. Ich freue mich auch darauf, den neuen Bertelsmann-Index zu sehen. Ich habe ja auch mit teilgenommen an der Vorbereitung dieses Indexes. Und ich möchte jetzt kurz anfangen und die allgemeine Situation in Ungarn beschreiben. Also was wir hier erleben in den meisten globalen Demokratieindikatoren und ich meine jetzt auch den Demokratieindex, der jetzt veröffentlicht wird, das ist ein globaler Rückgang in der Demokratie, also eine Art Demokratie-Rezession, die nicht erst mit der Pandemie begonnen hat, sondern etwa im Jahre 2014/15 begonnen hat. Und die Pandemie scheint diese Entwicklung noch beschleunigt zu haben, diese Entwicklung der Demokratie-Rezession. Aber es ist eher eine Erweiterung eines Trends als etwas Neues, also sowohl in der Quantität als auch in der Qualität. Also autoritäre Führer haben natürlich die Bereitschaft und diesen Instinkt, diese Neigung, die Qualität der Demokratie zu verringern. Und die haben natürlich jetzt eine gute Ausrede bekommen, aber sie hätten höchstwahrscheinlich diesen Weg sowieso früher oder später eingeschlagen. Was jetzt vielleicht neu daran ist und diese Frage führt zu vielen ethischen Problemen und philosophischen Fragen, nämlich in Bezug auf die Grenzen. Also die Natur unserer Demokratie, also in Ländern wie Frankreich beispielsweise, da sehen wir sehr strikte Ausgangssperren beispielsweise und sehr strikte Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten. Und auf der anderen Seite, wenn wir diese Logik jetzt zu stark weiterführen, dann können wir natürlich auch in die Falle tappen der Impfgegner und der Covid-Leugner, die sagen, okay, wir sehen hier einen globalen Rückgang der Demokratie und eine Beschneidung der Redefreiheit und der persönlichen Freiheiten beispielsweise. Aber ich denke, wir sehen hier wirklich ein Dilemma. Wir sind mit einem Dilemma konfrontiert in den Demokratien, in denen wir leben. Was sind jetzt die Grenzen der Redefreiheit? Also diese Frage sollte man sicherlich auch aufgreifen. In Ungarn sehen wir ja auch etwas wie einen Textbuchfall einer Übernahme einer Demokratie und einer Beschneidung der Rechte des Parlaments und der Kontrolle der Exekutive in Zusammenhang mit ganz offensichtlichen Korruptionsthemen,
beispielsweise Eisenbahn, Budapest und so weiter. Hier waren chinesische Unternehmen involviert, ein Chineser hat das gekauft und die Regierung in Budapest war involviert. Und das ist ein großes Projekt und das war aber geheim. Über ein Jahr lang wurde es geheim gehalten und da gibt es viele Beispiele dafür. Also die Korruptionsfälle und der Machtmissbrauch werden sogar noch weniger offensichtlich, weniger transparent als noch in der Vergangenheit. Und die Öffentlichkeit kümmert sich auch weniger darum. Und ich denke, das sehen wir immer stärker. Und leider wurde das auch schon früher vorhergesagt. Wenn man in einer Krisensituation ist und insbesondere wenn man Angst hat, dass das eigene Leben in Gefahr ist, dann neigt man dazu, mehr autoritäre Regierungsführung zu akzeptieren, weil es vielleicht die einzige Möglichkeit ist, so zu überleben. Und das sehen wir leider in vielen verschiedenen Ausprägungen in vielen Ländern. Ich will jetzt nicht zu generalisieren klingen, aber und nicht zu sehr verallgemeinern, aber das ist wirklich ein wichtiger Trend, den wir quasi überall sehen können. Und letzte Bemerkung, und dann können wir vielleicht das später nochmal aufgreifen. In einem Überblick über den weltweiten Zustand der Demokratie wurde festgestellt, dass 6,4% der Weltbevölkerung in wirklichen Demokratien leben. Also nur 6,4%. Also so viel zum Ende der Geschichte sozusagen. Also ich denke, Francis Fukuyama wurde in vielen Fällen fälschlicherweise beschuldigt, falsch zu liegen. Aber er hat sicherlich eine Sache richtig vorhergesagt, nämlich, dass die normalen Demokratien die Welt übernehmen würden, also dass jeder quasi demokratische Trends übernehmen würden und dass das die globale Norm werden wird. Aber ich denke, dass diese globale Norm wirklich geschwächt wurde inzwischen. Und was wir jetzt in vielen Ländern sehen, auch in europäischen Ländern, und Ungarn ist nur ein Beispiel dafür von vielen, ist, dass es eine neue Art des schamlosen Autoritarismus gibt. Es gibt einen autoritären Trend und die Europäische Union und auch die Vereinigten Staaten als sozusagen diejenigen, die die Normen im Bereich der Demokratie festgesetzt haben, haben weniger Macht als früher. Und ich denke auch, Deutschland ist ja eine der am weitesten entwickelten Demokratien, vielleicht sogar die am weitesten entwickelte Demokratie in Europa. Und ich denke, Deutschland spielt ja eine wirklich wichtige Rolle als ein Exporteur von Demokratie in andere Länder, die beispielsweise, um ein Gegengewicht zu bilden für China und Russland, die beispielsweise Autokratie exportieren. Vielen Dank. Das war ein sehr breiter Überblick und es gibt eben auch tatsächlich Ausnahmen. Das ist eine Frage jetzt hinsichtlich der autoritären Strömungen in Ungarn. Ist es so, dass die Bevölkerung vielleicht auch etwas kritischer geworden ist und vielleicht auch etwas mobilisierter. Aber Sie haben dann eigentlich genau das Gegenteil gesagt. Ja, vielen Dank. Vielleicht kann ich das etwas ausführen. Was in Ungarn geschehen ist, würde ich mal sagen, wenn einmal die Umfragen betrachtet vor der Pandemie, also mehr Unterstützung für die Regierung. Und jetzt aber, Ungarn ist ja ein Land, wenn ich mich nicht irre, dass man die zweithöchste Sterblichkeit hinsichtlich Covid hat in Europa. Und wenn wir einmal nur die Europäische Union betrachten, ist Ungarn eines der Länder, das also am stärksten von der Pandemie getroffen ist. Der Premierminister hat gesagt, 2020,
dass er den Erfolg von Krisenmanagement in der ersten Welle misst an der Anzahl der Todesfälle. Und jetzt ist es so, dass wir die Zahlen haben. Auch Bulgarien, da ist es noch höher, aber jedenfalls hat die Regierung ihre Popularität beibehalten. Warum? Die Maßnahmen waren nicht transparent. Die regionale Verteilung der Infektionen und so weiter, was ich denke ein wichtiges Risiko ist im Bereich öffentliche Gesundheit, und man konnte das Narrativ so besser kontrollieren. Man kann einerseits deshalb sagen, dass die Regierung ihre Popularität erhalten konnte. Das ist ein politischer Erfolg einerseits, aber andererseits kann man auch sagen, dass die Opposition jetzt geeinter dasteht, und zweitens, dass die Opposition ihre Popularität ebenfalls erhalten konnte, trotz der Pandemie. Insofern ist jetzt die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ja, vielen Dank, Peter. Und vielleicht eine Frage nochmal an Stephanos. Deine Aufgabe ist es ja, die Bürger zu motivieren, sich mit dem Parlament zu befassen. Und das ist ja ein wichtiger Garant für Demokratie, so ein Parlament. Und die ist ja im Augenblick gefährdet. Wie beziehst du das auf die ungarische Erfahrung? Wie würdest du das vergleichen? Gibt es dieses Engagement mehr oder weniger? Nun, ich möchte hervorheben, jetzt gerade als Antwort auf Peter zu Ungarn, dass ich vieles bestätigen kann, was er auch sagte, nämlich trotz der vielen Misserfolge hinsichtlich der Bemühungen, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen, ist aber die Popularität der Regierung unangetastet sozusagen. Und ich erkläre das damit, also dass es mit vielen Faktoren zusammenhängt. Zunächst einmal ein direkter Zugriff auf die Medien, staatlich und auch privat. Und dann eine absolute Intransparenz. Und dann auch hinsichtlich der Statistiken gibt es keine große Übereinstimmung mit dem, was sich vor Ort gerade zuträgt. Ich denke, einer der wichtigsten Aspekte von all dem ist, dass die Bürger anscheinend aufgegeben haben. Ich persönlich habe den Eindruck, dass es eine große wirtschaftliche Krise, das weiß man ja, Griechenland hat alles daran gesetzt, diese in den Griff zu bekommen. Und jetzt macht man etwas, was anscheinend noch größer ist. Und ich denke, das ist die größte Bedrohung für die Demokratie, nämlich, dass der Begriff von Demokratie sich gerade in etwas anderes ändert, transformiert. Etwas weniger Freiheitliches, Offenes und Transparentes. Und ich denke, dass die Regierung dieses auch fortsetzt, und in vielen Fällen also, wo Korruption ein Thema ist und dass die
demokratische Mechanismen sind geschwächt. Ja, vielen Dank. Vor diesem Panel und vor dieser Diskussion haben wir darüber gesprochen, wie die globalen Ungerechtigkeiten sich fortgesetzt haben und die Glaubwürdigkeit sozusagen unterlaufen haben und Glaubwürdigkeit und als glaubwürdiges Beispiel in der Welt unterminiert wurden. Und Deutschland hat hier in der Verteidigung von demokratischen Werten eine wichtige Rolle, da wo sie anderswo immer weiter geschwächt werden. Und Demokratie ist ja nicht in allen Teilen der Welt leicht zugänglich. Und in der ersten Phase wie gesagt, wir haben ein ganz anderes Modell zu vermarkten. Wie ist es nun bei Ihnen? Der Umgang mit der Pandemie, hat dieser sich ebenfalls negativ auf die Geltung von demokratischen Prinzipien ausgewirkt? Bei Ihnen oder auch in anderen Ländern? Ich möchte nur ganz kurz dazu kommentieren. Ich fühle mich da etwas ambivalent. Man kann auf der einen Seite sagen, dass in Ländern wie Russland und China, die größten Exporteure von Autokratie sind sozusagen, und auch die Unterdrückung von Meinungsfreiheit, Redefreiheit und die demokratischen Standards werden ja gerade in diesen Ländern besonders stark unterlaufen. Und die Bedrohung zum Beispiel für die Ukraine ist ja auch das überhaupt, also das wurde besonders stark unterlaufen dort. Aber die Demokratie und ihre Werte werden so kommuniziert, dass zwischen Xi Jinping und Putin, da wurde ein ganz wichtiges Dokument unterzeichnet und in der Diskussion wurde dies auch schon angesprochen. Es gibt viele verschiedene Modelle von Demokratie und der Verteidigung von Menschenrechten. Niemand sollte sagen, dass er das beste Modell hat, aber Russland und China haben ihr sehr eigenes Modell und da sehr eigenwillige Interpretationen. China und Russland sind da sehr eigenwillig. Aber angesichts von Chinas Rolle in den Vereinten Nationen zum Beispiel, da versucht man ja immer noch diese Fassade aufrechtzuerhalten. Sie versuchen sich selbst zu legitimieren. Was man aber andererseits tut, ist ein offenes Unterlaufen von demokratischen Institutionen im Namen der Demokratie. Und die Botschaft, für die dieses Verhalten steht, ist, dass man ein Modell hat, das potenziell erfolgreicher ist und dass man ist ja, das sind ja sehr große Mächte und Russland hat natürlich keinen tollen Gegenentwurf für so etwas, aber Russland und China versuchen da wirklich eine Führungsrolle einzunehmen und es wird immer schwieriger werden, dagegen anzukommen. Und dieser Narrativ, als China als ein demokratisch erfolgreiches Land, das ist sehr schwer zu bekämpfen und China könnte wirklich wir
Wir wissen ja jetzt nicht, ob das Virus jetzt, wo es nun genau herkommt und welche Rolle Wuhan dabei gespielt hat. Aber die kommunistische Partei in China hat ihr Möglichstes getan, um die Stimmen zum Schweigen zu bringen, die vor der Verbreitung des Virus warnten. Und auch an Putin in Russland hat Putin viele Leute inhaftieren lassen und man hat während der Pandemie kläglich versagt. Und auf der anderen Seite ist es doch für viele eine glaubwürdige Alternative und auch in der EU hat man ja eine starke Konkurrenz und man hat sich nach und nach diese Rolle eingenommen. Das ist die Gefahr, dass China beispielsweise jetzt Verbündete findet, zum Beispiel, dass die EU Entscheidungen blockiert oder Veto einlegt. Und das ist langfristig natürlich nicht sehr günstig. China, eine Demokratie, die funktioniert. Das ist der Name eines Dokuments, das vor kurzem veröffentlicht wurde. Und ich werde jetzt wieder Deutsch berichten. Frau Donner, möchten Sie vielleicht auch aus Perspektive vom Bertelsmann Transformationsindex und den Recherchen, die Sie machen, nochmal kommentieren? Also diese ganze Frage von Demokratien, sind darin gescheitert, die Pandemie adäquat zu adressieren, während das autoritäre Modell da nochmal an Glaubwürdigkeit gewonnen hat oder an Attraktivität gewonnen hat. Ist das auch etwas, was Sie feststellen in Ihren Erhebungen? Hat das eine Auswirkung auf, wie sich die Grenze zwischen Demokratien und Autokratien verschiebt? Ich glaube, wir müssen aufpassen und beide, Peter und Stephanos haben das angesprochen, wie stark wir dieses Narrativ von Demokratie versus Autokratie aus der Sicht, also ich finde, wir übernehmen viel von dem Narrativ, das von China und anderen kommt. Wenn wir auf den BTI schauen, stimmt es nicht, dass Demokratien schlechter waren im Umgang mit der Krise. So, es gab einige Autokratien, ganz wenige, und über die reden wir natürlich meistens. Singapur ist ein Beispiel, China mit einem sehr schlechten Auftakt, wie wir wissen, hat das jetzt im Griff. Vielleicht noch Katar und einige Golfstaaten. Von den 70 Autokratien, die wir untersuchen, war es das. Ne, Vietnam war ganz gut. Also so, das sind Einzelfälle für jede Autokratie, die gut damit umgegangen ist. Und das gilt für auch wirtschaftliche, soziale Aspekte, Korruptionspolitik insbesondere. Gibt es mindestens 10 Beispiele, die desaströs sind und deutlich schlechter als die meisten Demokratien. Und ich glaube, das ist so eine Geschichte, wo ich das Gefühl habe, zumindest, dass es Ansatzpunkte gibt, dass wir ein bisschen aufgewacht sind, vielleicht auch aus unserem Dämmerschlaf. Ich weiß, dass der Tom Carruthers nannte es mal the end of the transition paradigm, wo wir dachten, wenn man mal Demokratie ist, dann gibt es eine lineare Entwicklung, dass sich Demokratie vertieft. Das war so ein Optimismus der 90er Jahre. Und wir in den westlichen Demokratien haben es uns ohnehin gemütlich gemacht und sind, glaube ich, mit den sozialen Fragen und auch der intensiveren Debatte über welchen Weg wollen wir wirtschaftlich gehen, was bedeutet dann eigentlich Demokratie, was bedeutet Beteiligung, haben das nicht richtig, richtig ernst genommen. Das ein Problem ist natürlich der Umgang, also ne, die Impfgeschichte ist eine Sache, die Sie angesprochen haben. Es ist ein Problem, ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn innerhalb der Europäischen Union Länder Grundrechte immer stärker missachten. Und es gab schlicht nicht die richtigen Instrumente, bisher damit umzugehen. Wir sehen jetzt mit dem Rechtsstaatsmechanismus, dass man da möglicherweise was schaffen kann. Aber ich glaube, die Übernahme eines Narrativs, das sagt, Autokratien sind besser, ist schlicht, belegen auch unsere Ergebnisse nicht, wenn wir auf soziale Faktoren, auf Antikorruption ist oder Korruptionsbekämpfung ist ein Beispiel, wo man sagen kann, das gibt es eine riesige Effizienzlücke zwischen Demokratien und Autokratien im Durchschnitt. Bedeutet nicht, dass China und einige andere, Singapur, besser sind.
Aber ich glaube, wir als Demokratien müssen beides tun und auch als Unterstützer von Demokratie, nämlich kritisch und selbstkritisch sein, was zu verbessern ist. Und das betrifft nicht nur das politische System, das betrifft insbesondere auch soziale Umgang mit sozialen Fragen. Also selbstkritisch auf unsere eigenen Demokratien gucken, aber gleichzeitig auch nicht vergessen zu sagen, das ist nicht grundsätzlich eine Demokratiefeindlichkeit, gleichzeitig auch darauf zu gucken, dass wir dieses Narrativ nicht unterstützen, dass Autokratien so unheimlich effizient sind. Die meisten, die überwiegende, beeindruckende Mehrheit ist nicht effizient, ist nicht China, ist nicht Singapur. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und das trifft jetzt nicht nur was die Menschenrechtsverletzungen etc. angeht, sondern insbesondere die Frage, wie liefert ein politisches System für die große Mehrheit an Bevölkerung mehr Wohlstand, mehr Beteiligungsmöglichkeiten wirtschaftlich und politisch. Da ist die Bilanz immer noch ganz klar. Und ich glaube, dass wir beides tun müssen, nämlich selbstbewusst dieses Narrativ auch klar machen. Was wir sehen zum Beispiel, dass in dem Governance-Bereich bei uns am stärksten so Konsensbildungsfaktoren einfach immer schwächer werden. Also dass immer weniger Regierungen in der Lage, auch durchaus Wohlmeinende in der Lage sind, die sozialen Konflikte durch eine öffentliche Debatte und Beteiligung irgendwie abzumildern. Und ich glaube, das sind so Geschichten, die wir tun müssen. Also einerseits das demokratische Narrativ stärken im Sinne von, hier gibt es nicht nur den Wert an sich, der ist schon mal da, was Menschenrechte angeht. Es hat aber auch, wenn wir auf Effizienz und Leistung für den Wohlstand und für Gesellschaft angehen, ist das ein Argument. Und gleichzeitig kritisch darauf gucken, wie wir uns resilienter machen können gegen Angriffe gegen dieses System, sowohl von außen als auch von innen. Ja, vielen Dank. Ja, es ist ein sehr starkes Narrativ, das unbedingt auch adressiert werden muss und widerlegt werden muss, noch viel aktiver, weil sich das wirklich festgesetzt hat in vielen Ländern, denke ich. Autokratien sind einfach besser gewesen in der Pandemie, auch wenn mir die Realität anderes zeigt, hat sich das wirklich festgesetzt in den Köpfen. Ich würde gern noch mal eine letzte Frage stellen. I'm gonna switch back to English. Last question from my side. Letzte Frage von meiner Seite an Stephanus und Peter, bevor ich die Fragen aus dem Publikum stelle. Und ich bitte Sie, die F&A-Funktion zu nutzen für Ihre Fragen. Stephanus, Sie haben etwas über die Medien gesprochen und wie die Regierung versucht, Einfluss auf die Medien zu nehmen. Also verschiedene Medienunternehmen und viele von ihnen stehen auch in enger Verbindung mit der Regierung. Und die Pandemie hat quasi diesen Einfluss der Regierung auf die Medien noch verstärkt. Können Sie das ein wenig erklären? Was ist da passiert? Natürlich, wie bereits zuvor angesprochen, ist eines der besorgniserregendsten Phänomene, das wir in den vergangenen Jahren bereits gesehen haben, der stärker werdende Griff der Regierung nach den Medien. Das ist jetzt natürlich nicht überraschend. Ich denke, dass die gegenwärtige Regierung ganz klar gezeigt hat, welche Absichten sie hat. Und ich kann Ihnen auch einige Beispiele geben. Die öffentlichen Fernsehsender, also auch Radiosender und Nachrichtenagenturen stehen inzwischen unter der direkten Kontrolle des Büros des Ministerpräsidenten. Anderes Beispiel ist, dass der ehemalige Kommunikationsberater des Ministerpräsidenten als Chef der öffentlichen Fernsehanstalt eingesetzt wurde und schrittweise aufgrund dieser Veränderungen gab es mehr und mehr Fälle von beeinflusster Berichterstattung und einseitiger Berichterstattung. Und das hat der Regierung einfach die Pandemie hat der Regierung die Gelegenheit gegeben, verstärkt Einfluss zu nehmen.
Es gibt doch einen Fall, an dem wir intensiv arbeiten und den wir auch vor Gericht bringen. Denn zu Beginn der Pandemie war es so, dass die griechische Regierung ungefähr 20 Millionen Euro an Medienunternehmen gegeben hat, damit sie Stay-at-Home-Botschaften verbreitet haben. Und zwar trotz der Vorgaben der griechischen Verfassung, dass derartige Ankündigungen kostenlos gemacht werden müssten. Und die Verpflichtung, darüber auch Auskunft zu geben, wurde ignoriert. Letztendlich wurde das Ganze outgesourced an ein privates Unternehmen, also um das Ganze jetzt abzukürzen, nach einer öffentlichen Kampagne hat die Regierung letztendlich Informationen darüber herausgegeben, wo Gelder hingegeben wurden und wer finanziert wurde. Als wir diese Dokumente dann angeschaut haben, konnten wir feststellen, dass die Gelder in einer Art und Weise verteilt wurden, dass nur diejenigen, die der Regierung sehr nahe stehen, die Gelder bekommen haben. Kritische Sender haben weniger als 1% der Gesamtsumme erhalten, während die Medien, die regierungsfreundlich waren, den Großteil der Gelder erhalten haben. Und diejenigen, die regierungskritisch sind, aber sehr populär sind, wurden komplett außen vor gelassen. Und das ist jetzt nur ein einziger Fall. Es gab natürlich noch andere Fälle und gibt andere Beispiele. In dem Versuch, das vorherrschende Narrativ der Regierung im Umgang mit der Pandemie zu bekämpfen, wurde es Pflegekräften und medizinischem Personal verboten, mit den Medien zu sprechen. Und wenn Fernsehsender aus einem Krankenhaus berichten wollten, brauchten sie eine Genehmigung der Regierung. Und das ist jetzt erst eine jüngste Entwicklung gewesen. Es wurde auch kürzlich vom griechischen Secret Service ein Dokument geleakt, das nahelegt, dass einige Journalisten, die die Flüchtlingskrise, über die Flüchtlingskrise berichtet haben, von der Regierung beeinflusst wurden. Eine Reihe von Journalisten, die einen anderen Skandal untersucht haben, werden von der Regierung vor Gericht gestellt und auch vor einen parlamentarischen Sonderausschuss, der natürlich von der Regierungsmehrheit geleitet wird. Also es gibt hier wirklich den Versuch, die Medien zu beeinflussen, aber auch die unabhängigen Untersuchungen zu unterdrücken und zu verhindern, um das eigene Narrativ, das Narrativ der Regierung zu verbreiten. Das ist also eine sehr besorgniserregende Situation. Und hier sehen wir, dass die Freiheit der Medien und Unabhängigkeit der Medien stark zurückgeht. Viele Journalisten, Gewerkschaften haben hier wirklich auch Alarm geschlagen. Und das griechische Parlament und auch der Ministerpräsident hat sich auf die zwei genannten Fälle bezogen und auf die Journalisten bezogen und gesagt, dass seien Straftaten sozusagen begangen worden. Das heißt, der Ministerpräsident hat vor dem Parlament diese Journalisten quasi beschuldigt. Ja, was eigentlich? Wahrscheinlich, weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Und das ist wirklich besorgniserregend. Und da haben wir wirklich ein genaues Auge drauf und verfolgen diese Fälle. Und hoffentlich, je mehr Druck wir ausüben, um mehr Transparenz zu erreichen, desto
eher kann sich die Situation normalisieren, aber das dauert natürlich lange. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir diese Entwicklung in Europa, in den anderen Ländern kennen und darum wissen. Und deshalb haben wir natürlich auch so eine Konferenz einberufen zum Thema Pandemie und globale Demokratie. Also es ist nicht immer so einfach, auch zu wissen, was in anderen Ländern passiert. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch die Entwicklung in verschiedenen europäischen Ländern kennen. Kann ich noch mal kurz was sagen darf, also wenn wir uns anschauen, wie es in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten aussieht, dann erkennen wir vielleicht auch, dass es mehr oder weniger ähnliche Entwicklungen gibt. Und diese Übung sozusagen sollte stattfinden. Man sollte sich das anschauen, um zu erkennen, wohin wir dann gehen, in welche Richtung wir eigentlich gehen. Ganz genau. Und Peter, vielleicht noch einmal an Sie. Sie sagten ja, dass Druck viel stärker ausgeübt werden sollte in Ungarn, weil es letztendlich auch funktioniert. Also die Politik reagiert auf Druck von außen. Also Sie sagten ja, es ist nicht so, dass Kritik von außen nichts bewirkt, sondern diese Kritik führt zu einer Veränderung in Ungarn und trägt dazu bei, dass die Regierung sich zumindest ein wenig selbst korrigiert. Haben Sie diese Auffassung immer noch? Also ich weiß, dass Sie vor einiger Zeit darüber geschrieben haben und das geschrieben haben. Wie sieht das heute aus? Naja, ich denke, dass interessanterweise der Modus operandi der ungarischen Regierung sich geändert hat dahingehend, dass sie viel sensibler auf externe Kritik reagiert. Oder reagiert hat. Bis zum letzten oder vorletzten Jahr war es eine graduelle Anpassung, aber jetzt sehen wir, dass es stärker ins Gewicht fällt. Deutschland ist natürlich ein wichtiger Wirtschaftspartner, Handelspartner für Ungarn und kritisiert gegenwärtig, Deutschland wird kritisiert von der ungarischen Regierung gegenwärtig. Früher wäre sowas nicht möglich gewesen sozusagen. Und auch die gegenwärtige Regierung in Deutschland wird von der ungarischen Regierung beschuldigt, sich in ungarische Angelegenheiten einzumischen. Die meisten Länder machen sich ja Sorgen über Russland oder China, dass die sich auch in die Wahlen einmischen. Ungarn macht sich Sorgen über die Einmischung der EU und der Vereinigten Staaten. Und das sagt natürlich auch viel über unsere gegenwärtigen Loyalitäten aus in Ungarn, in der Außenpolitik. Und ich bin jetzt nicht mehr gänzlich davon überzeugt. Also wirtschaftlicher Druck ist sicherlich etwas gewichtiger als politischer Druck. Druck im Hintergrund funktioniert sicherlich etwas besser als offener Druck, offene Kritik. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, oder anders gesagt, ich denke nicht, dass es hier ein Handbuch gibt, an dem man sich entlanghangeln kann und dann bewirkt, dass die ungarische Regierung etwas ändert. Also man kann vielleicht ein bisschen die Geschwindigkeit und vielleicht ein bisschen die Richtung verändern, aber letztendlich ist es so, dass die ungarische Regierung ihre Ziele vor Augen hat und das läuft einfach weiter. Also ich denke, in Bezug auf die Qualität der Demokratie in Ungarn müssten wir eine andere Regierung haben. Ansonsten wäre das oder ist das nicht möglich. Und um das Ganze etwas nuancierter zu betrachten, also die Beziehung der Regierung zur Demokratie in der Pandemie ist auf der einen Seite offensichtlich von undemokratischen Maßnahmen geprägt im Umgang mit der Pandemie. Also Journalistinnen beispielsweise dürfen nicht aus den Krankenhäusern berichten. Also was in der ersten Welle der Pandemie ganz gut funktioniert hat, in Itovi, was sehr stark von der Pandemie betroffen war, dass JournalistInnen in das Krankenhaus gehen konnten. Und natürlich haben sie dort schreckliche Bilder gesehen von Menschen, die an Covid gelitten haben. Und das hat das Bewusstsein in der Bevölkerung geschärft. Das war in anderen Ländern so. In Ungarn wäre das nicht möglich gewesen. In Ungarn gab es dieses Bewusstsein daraufhin nicht. Und das zeigt natürlich ganz klar, dass
man ein gewisses Bewusstsein benötigt, um zu handeln. Und wenn das nicht da ist, dann kann es natürlich auch zu einer erhöhten Sterblichkeitsrate führen. Und es gibt aber auch keine Transparenz in Bezug auf die Daten, in Bezug auf die Infektionsraten. Dadurch sterben dann mehr Menschen. Und es gab auch eine Überpolitisierung der Pandemie. Beispielsweise wurde die Oppositionspartei fälschlicherweise beschuldigt, dass sie gegen eine Impfkampagne sei, nur weil sie gesagt haben, dass Sinopharm, der chinesische Impfstoff, nicht besonders effizient ist, was die Immunität angeht gegen das Virus. Auf der anderen Seite hat die Regierung jetzt versucht, sich an den öffentlichen Umfragen zu orientieren. Sie wollten wirklich keinen Lockdown mehr im letzten Jahr umsetzen oder restriktive Maßnahmen, auch nicht für die Nicht-Geimpften, weil sie Angst hatten, dass sie in den Umfragen weiter Unterstützung verlieren. Das heißt, dieser populistische Sinn der Regierung, also dass sie einfach den öffentlichen Umfragen folgen, genau das macht die Regierung, insbesondere vor den Wahlen. Und das ist nur ein Beispiel. Beschränkungen, die ursprünglich eingeführt wurden Mitte Februar für die Nicht-Geimpften, sollten jetzt nach den Wahlen im Mai eingeführt werden, damit sie eben keine Wählerstimmen verlieren von den Covid-Skeptikern, weil sie wirklich das Gefühl hatten, dass sie alle diese Stimmen benötigen, um die Wahl zu gewinnen. Und ich denke, das zeigt auch, dass viel auf dem Spiel steht bei den Wahlen im Februar in Ungarn. Die Regierung hat wirklich hier das Gefühl, dass sie die Wahlen verlieren können. Und ja. Und vielen herzlichen Dank, Peter. Ich würde jetzt gerne das Ganze für das Publikum öffnen. Lisa, können Sie vielleicht die Fragen vorlesen? Und wir haben viele interessante Fragen bekommen und ich werde auch Englisch sprechen, weil die meisten Fragen stehen hier auf Englisch und Sie können gerne auch noch weitere Fragen stellen. Also zunächst einmal haben wir 3 Fragen erhalten und dann auch einige Kommentare, die wir ebenfalls noch besprechen können. Erste Frage: Was oder wäre der beste Weg für Deutschland und die Europäische Union im Kampf gegen autoritäre Exporte aus Russland und China sozusagen? Welche Dinge bieten aktive Unterstützung für autoritäre Regime und was können wir machen, um Demokratien erfolgreicher zu machen? Was können europäische Demokratien machen, um demokratischen Systemen zu helfen? Oder Ländern, die sich demokratisieren, bei den Reformen zu helfen? Das sind jetzt speziell Fragen an Sie gerichtet, auch noch an Ungarn jetzt. Was können Sie machen, wenn die ungarische Regierung zu einer Situation führt, wo autoritäre Unterstützung für die Regierung dazu führt, dass die Regierung weiter im Amt bleibt? Sind diese Fragen alle verständlich? Wollen Sie direkt darauf antworten? Also ich würde gerne die letzte Frage aufgreifen. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es hier darum, was können die Europäer tun, wenn Orbán weiter an der Macht bleibt? Nun, ich denke, die beste Vorgehensweise wäre, dass man einfach viel sichtbarer macht, dass Ungarn keine Regel ist, sondern eine Ausnahme darstellt in der EU. Aber es gibt natürlich auch schon Dinge, die in diese Richtung gehen. Beispielsweise das Einfrieren des Recovery Funds für die wirtschaftliche Erholung und natürlich auch die mögliche Aktivierung des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus und ähnliche Dinge. Also ich denke, es ist wirklich ein Anhalten, ein fortlaufender Prozess. Und ich würde sagen, dass das natürlich nicht notwendigerweise hilft, in dem Sinne, dass die Regierung sich jetzt nicht automatisch demokratischer verhält, nur weil sie Angst haben müssen, dass sie Gelder verlieren. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass der Modus operandi sich geändert hat. Aber die EU kann natürlich gegen die demokratischen Ausreißer, also Ungarn, aber auch Polen oder Slowenien, das ist ebenfalls ein Beispiel, kann deutlich machen, dass sie natürlich nicht die Regel darstellen. Aber ich glaube, die größte Gefahr für die Europäische Union ist, dass sie
nicht über Ungarn sprechen. Also viele, die Angst haben, dass Ungarn oder Polen die Europäische Union anführen könnten. Und da gab es einen guten Beitrag im Economist, wo drin stand, dass dass die beiden Länder austreten, da gibt es eine Angst. Und in dem Artikel steht, dass eigentlich die Gefahr nicht darin besteht, dass sie austreten, sondern dass sie weiter drin bleiben und dass sie die Institutionen der Europäischen Union von innen heraus aushöhlen. Und für die EU ist es am wichtigsten, das eben zu verhindern. Und die ungarische Regierung versucht natürlich, die nächste Wahl zu gewinnen, was aber längst nicht garantiert ist. Aber auch wenn das passiert, muss man natürlich erkennen, dass die Hälfte der Bevölkerung kritisch der Regierung gegenübersteht. 2014 und 2018 konnte Orbán 2/3 der Mandate im Parlament gewinnen, mit nur einer relativen Mehrheit, aber letztendlich einer Minderheit der Stimmen. Und bei diesen Wahlen kann es natürlich auch so kommen, aber das bedeutet nicht, dass das ganze Land jetzt hinter Viktor Orbán steht. Also das ist wirklich ein schwieriges Wahlsystem in Ungarn. Da gibt es auch einen Mangel an Transparenz. Und es gibt sehr viele institutionelle Checks and Balances, die quasi abgeschaltet wurden und die der Regierung jetzt helfen, die Wahlen zu gewinnen. Aber das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass jeder in Ungarn hinter Viktor Orbán steht. Und hier ist es wirklich wichtig, dass man auch die kritischen Stimmen in Ungarn hört und vernimmt. Vielen herzlichen Dank, Peter Stefanos und Sabine. Wollen Sie vielleicht noch darauf reagieren? Wie können die Europäer europäischen Demokratien helfen? Nun, also ich möchte noch die erste Frage ansprechen. Also, wie kann man am besten gegen autoritäre Exporte vorgehen, also den Export von Autoritarismus? Ich denke, grundsätzlich ist es so, dass das Wirtschaftswachstum von Ländern wie China als Erfolgsmodell teilweise betrachtet wird. Die Eurokrise war bis zu einem gewissen Grad Ergebnis der Bemühungen der EU, mit dem Wachstum von China Schritt zu halten. Also ich denke, dass unser Feind, natürlich nur in Anführungsstrichen, nicht von außen kommt. Ich denke, der Feind der Demokratie liegt letztendlich innerhalb der Grenzen der EU. Und ich denke, dass die EU-Führung und auch die Mitgliedstaaten das erkennen müssen. Sie müssen erkennen, dass ein überholtes Wirtschaftsmodell, das zu Ungleichheit führt und nur einige wenige bevorzugt, schädlich ist. Und je mehr man versucht, dieses Wirtschaftsmodell, das eben diese Ungleichheit schafft, aufrechtzuerhalten, desto stärker wird die Demokratie eingeschränkt und begrenzt werden. Und ich denke, dass man sich nicht so stark Sorgen machen muss darüber, wie China versucht, Autoritarismus in die EU zu exportieren, sondern vielmehr, wie die EU schrittweise die Verbindung zur ursprünglichen Demokratie selber verliert. So in der Richtung. Vielen Dank, Stefanos. Sabine, ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn Sie noch etwas dazu sagen. Ja, vielleicht nur einfach ergänzend zu dem, was Peter und Stefanos gesagt haben. Ich denke, die entscheidenden Fragen werden wirklich sein, nicht nur, wie wir dem Export von Autokratien von China und oder Russland etwas entgegensetzen, sondern auch, wie wir über das politische Regime hinaus diskutieren, einen neuen sozialen Kontrakt aushandeln, nicht nur in unseren eigenen Demokratien, sondern auch darüber hinaus. Wenn wir über eine wertebasierte Außenpolitik sprechen beispielsweise, wie kann man
Was bedeutet es, wenn wir einmal betrachten, welche Regimes in der Welt unterstützend wirken, und gibt es da eine Korrelation? Es gibt gar keine so starke Korrelation, wenn man über Deutschland spricht oder die Europäische Union, dann ist es ja nicht so, dass wir zu den demokratischsten oder am reformatorischen Ländern gehörten. Wie können wir eine Korrelation stattdessen stärken? Und in einigen vielleicht ineffizienten Staaten, da gibt es vielleicht auch Fortschritt. Und da muss man das Politische wieder hinzufügen, wenn es um autokratische Regimes geht. Hinsichtlich Afrika gibt es viel Forschung. Wenn wir solche Regimes unterstützen, dann werden wir die Legitimität dieses autokratischen Systems stärken und umgekehrt natürlich auch Demokratien. Ich sehe alle Dilemmas, die damit einhergehen, aber wir müssen einfach freier und offener in der Diskussion der Konsequenzen daraus sein. Und wir müssen Strategien entwickeln. Wie ich bereits anführte, wir müssen uns daran gewöhnen, dass Autokratien geschickter darin sind und dieses Geschick entwickelt haben in der Vergangenheit bei der Entwicklung und Umsetzung autokratischer Strukturen. Und das müssen wir innerhalb dieser Länder bekämpfen, aber wir auch darüber hinaus. Und ich sage nicht, dass es schon vorgefertigte Antworten gibt. Ja, wir müssen aufhören, autokratische oder autoritäre Regime zu unterstützen. Und das hat dann aber auch wirtschaftliche Konsequenzen. Sind wir bereit, diese zu schultern oder nicht? Das wird einer der Punkte sein, die wir künftig diskutieren müssen. Und ich denke, das wird eine sehr breite Diskussion sein. Ja, und sind wir bereit, Investitionen abzulehnen, die bei uns vielleicht stattfinden? Ganz genau. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben noch eine weitere Frage hinsichtlich des Einflusses von Fake News auf Demokratie. Das Problem, so lese ich, ist nicht, dass die öffentliche Debatte jetzt sich auf die Antwort der öffentlichen Gesundheitskrise befasst, sondern es kann auch ein Problem werden, wenn Fake News verbreitet werden, die Demokratien schwächen können. Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Such an easy question. Ja, ganz leicht zu beantworten. Ja, ich möchte dazu etwas antworten. Ich denke, Missinformation oder Desinformation und Fake News sind einfach Teil des Dilemmas, dem wir gegenüberstehen hinsichtlich der modernen Demokratie. Ich bin sehr für Content oder Inhaltsmoderation bei Facebook zum Beispiel. Soziale Medien sind dabei ein ganz wichtiges Beispiel. Also einmal die entsprechenden Gesetze, das ist ganz wichtig. Und dann, was die Freiheit. Es gibt einfach Einschränkungen für oder Grenzen für Redefreiheit. Und ich denke, ein Kollege hat ein sehr gutes Zitat dazu gebracht. Der Gedanke, also der Marktplatz der Ideen, den wir haben. Und das liberale Gedankengut aus dem angelsächsischen Raum dominiert immer noch. Und das, also in der heutigen Ära sind solche Gedanken immer weniger relevant, zu einer Zeit, wo die ganze Infrastruktur, alle Ressourcen eines Staates dafür gesammelt werden.
um den öffentlichen Raum und die öffentliche Diskussion zu manipulieren. Ich denke, wir müssen wirklich neue Theorien und Rahmen erdenken, wo wir so etwas adressieren können, das neben einem Marktplatz der Ideen. Ich weiß auch nicht genau, wie man das konkret angehen könnte, aber ich würde einmal sagen, es sollte auch nicht der falsche Eindruck erweckt werden, dass Desinformation einfach zu zügeln und beherrschen wäre. Soziale Medienanbieter könnten natürlich Mitarbeiter haben, die den Content überprüfen und regulieren. Das wäre ein ganz konkretes Beispiel. Und jetzt gerade solche Gedanken, die ja florieren auf Facebook. Und es gibt eben eine offizielle Policy bei Facebook und das ist aber mehr offiziell und das wird nicht groß kontrolliert. Also da kann man natürlich ganz konkret etwas tun, um die, ich denke, der Trend oder die Tendenz, die wir auch in Deutschland sehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es gegen die Redefreiheit ist, aber es geht eigentlich um die Bekämpfung von Desinformation. Zum Beispiel sehen wir das in der Ukraine-Krise und auch in der Pandemie. Und Russland investiert wirklich in zum Beispiel Impfgegner und befeuert auch andere Dinge. Und die Redefreiheit hat da natürlich Grenzen auch. Also wir sollten da einfach auch einmal die Tiefe des Dilemmas genau betrachten. Vielen Dank, Peter. Ich denke, das sind alles Fragen, die ausgehalten und immer wieder neu beleuchtet und betrachtet werden müssen. Es gibt einfach keine vorgefertigten Meinungen dazu, wo es vielleicht auch Grenzen für Rede- und Meinungsfreiheit gibt, Desinformation, Sexismus, Rassismus. Und wie kann man die öffentliche Sphäre managen sozusagen? Das ist ein sehr, sehr breites Themenfeld. Und ich habe hier eine Frage speziell an Sabine Donner. Was sind die politischen Antworten? Geben Sie bei Bertelsmann konkrete politische Handlungsempfehlungen ab? Und der Bertelsmann-Index, ist das eine offizielle Grundlage für zum Beispiel, ist das, werden Politiker so offiziell beraten? Naja, wir sind nicht direkt in der Beratung von Regierungen involviert. Unser GBI-Index, das sind einfach 300 Experten auf der ganzen Welt, die Demokratien politisch analysieren, wie auch Marktwirtschaften und auch Regierungen. Das hier ist wirklich eine Frage, die auch von unserer Kommunikationsabteilung gefragt wird. Was sind die 5 Empfehlungen, die Sie allgemeingültig geben würden? Und ich denke, es ist ganz schwierig, eine, geschweige denn 5 konkrete Empfehlungen abzugeben. Und das war eine der ursprünglichen Initiativen, die überhaupt zu diesem Index führten. Wie lernen wir aus Fehlern, aber auch aus Erfolgen weltweit? Und ich denke, das kann man auch noch akzelerieren. Die autoritären Regierungen lernen ja und ahmen Strategien nach. Und das sollten Demokratien auch, gerade was Desinformation betrifft. Es gibt Länder,
die mit Desinformationskampagnen umgehen müssen, die von außen kommen, seit Jahren schon. Taiwan ist da ein gutes Beispiel. Und da muss man Strategien entwickeln. Und da gibt es einen ganz konkreten Entwurf, wie man damit umgeht. Und viele Demokratien kämpfen schon seit langem mit internen, undemokratischen Akteuren, die versuchen, das demokratische System zu unterlaufen. Wir im Westen können da vielleicht etwas zögerlicher sein, auf andere Länder zu blicken. Aber ich denke, man kann von diesen Beispielen lernen und das sollten wir auch tun. Und das ist keine Einbahnstraßenfrage. Ich denke, demokratische Unterstützung geht in beide Richtungen. Es gibt strategische Ansätze von der Seite der Regierung, aber auch aus der Zivilgesellschaft. Das wäre meine große Empfehlung oder meine große Schlussfolgerung hinsichtlich des BTI-Indexes bei der Suche nach Antworten auf komplexe Fragestellungen. Vielen Dank, Sabine. Ich denke, wir haben ein Problem, das auch gerade in Europa, das ist nämlich, obwohl wir eine Demokratie sind, wenn die Mehrheit gewählt hat, aber wenn diese so kompromisslos ist, das sehen wir auch in Ungarn, die Vision, die dann so durchgesetzt wird und wenn Institutionen so rücksichtslos davon geformt werden. Gut, unsere Zeit ist begrenzt und gut, wir sind jetzt an der Macht und wir versuchen jetzt irgendwie unser Ding durchzuziehen. Institutionen, die in einer Legislaturperiode so umgebaut werden, dass sie problematisch werden und das ist natürlich schädigend und schwächend für demokratische Institutionen, gerade wenn das von Seite einer demokratischen Regierung erfolgt. Gibt es eine Frage? Ja, eine Frage hinsichtlich der Überwachungsmechanismen demokratischer Institutionen während der Pandemie. Wurde nicht das verstärkt, was man Überwachungskapitalismus nennt, dass auch die Akzeptanz solcher Technologien unter dem Eindruck der Pandemie noch gestärkt wurde? Das ist eine sehr gute Frage und das ist eine sehr interessante Dimension. Die Pandemie hat tatsächlich Platz für Überwachungstechnologien und wir akzeptieren das zum Teil sogar. Während der letzten Jahre haben einige Staaten das jedenfalls so gehandhabt und extremere Überwachungsmechanismen wurden ergriffen. Es geht auch um private Daten, die benutzt und zusammengeführt und sogar vermarktet wurden. Und das gerade während der Pandemie. Einige kurze Beispiele. Die Bildung während des Lockdowns, also die Schulen waren ja geschlossen und so weiter. Und dann gibt es ja Online-Plattformen für den Fernunterricht und zum Beispiel Chrome von Cisco. Das wurde ja zunächst kostenlos weitergegeben. Und es stellte sich dann heraus, kurz gesagt, dass 1,5 Millionen Einheiten ausgegeben wurden. Und diese, das waren also Datensätze und die wurden über den Atlantik sozusagen geschickt und dann bei Cisco gespeichert in den USA. Und auch in Griechenland war es auch so,
dass ein Technologieunternehmen, das Palantir Techno heißt, und dieses Unternehmen spezialisiert sich auf die Überwachungsmechanismen. Und dieses Unternehmen hat während der Pandemie seinen Marktbereich ausweiten können. Und die Lizenzen, die zunächst kostenlos ausgegeben wurden in Griechenland, in Frankreich und Großbritannien. Und anscheinend wurden diese ausgegeben als Technologielösung, die es Regierungen ermöglicht, zu überwachen, wie die Pandemie sich entwickelt. Und letzten Endes aber, was den Content und die erhobenen Daten betrifft, haben wir große Diskrepanzen entdeckt zu dem, was also Datenschutz betrifft und dessen Umsetzung. Und das heißt also, was die Normalisierung betrifft und auch die Frage, ob es unnötige Überwachung ist oder nicht, führte zumindest zu einer erheblichen Schwächung des Datenschutzes. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant für die Diskussion, wie die Pandemie die Digitalisierung vorangetrieben hat. Auf der einen Seite gab es sicherlich vieles, was dafür spricht, aber auf der anderen Seite wurde aber auch die Bereitschaft der Menschen erhöht, Daten preiszugeben. Und die Frage ist eben, ob auch Regierungen viele Aspekte des öffentlichen Lebens digitalisiert haben, wo Vorsicht geboten ist, gerade wenn es politisches Engagement betrifft. Jetzt kommen wir leider zum Ende und ich sehe im Augenblick auch keine weiteren Fragen aus dem Publikum. Ja, tatsächlich. Gibt es noch eine Frage? Gibt es noch Zeit für eine? Ja, gut. Gut, dann lese ich die letzte Frage vor. Soziale Veränderungen verringern die demokratischen Möglichkeiten. Werden existierende Machtstrukturen nicht so legitimiert? Okay. Ja. Gut, das ist eine komplizierte Frage. Ich denke, es ist eigentlich auch mehr eine Anmerkung als eine Frage. Es ist ein langer Kommentar hinsichtlich des industriellen Fortschritts, Technologie und wirtschaftlicher Fortschritt. Ich glaube, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen, aber ich möchte doch für diese Frage danken. Und vielen Dank. Es war sehr interessant, alle Leute auf dem, alle Redner auf dem Podium anzuhören und auch ihren Preview zu hören, was den BTI-Index betrifft. Wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, Stephanos, nun, wenn ich das noch mal kurz anmerken darf, etwas, was wir aus all diesem lernen können, ist sicherlich, ja, die Erkenntnisse sind, also es ist eigentlich keine Lektion, aber in Zeiten der Krise, ganz besonders, wo Regierungen mit autoritären Grunddispositionen ihre Macht ausbauen können und die Restriktionen, die durch die der Demokratie auferlegt werden, sollten wir als demokratisch orientierte Bürger uns immer fragen, also dass unsere Angst niemals unsere demokratischen Bemühungen unterlaufen sollte. Alles, was wir tun können, ist,
dass wir die Demokratie und die demokratischen Rechte verteidigen und stärken. Ja, vielen Dank, Stefanos. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und ich hoffe, dass die Botschaft aus der Pandemie ist, dass wir die Risiken viel besser kennen und auch die Zerbrechlichkeit demokratischer Systeme. Unsere Arbeit als Stiftung liegt in der Bildung und der Bewusstmachung, dass Demokratie immer und fortlaufend erkämpft und gestärkt werden muss. Und wir können einfach nicht weitermachen wie zuvor. Und wir haben ja auch von der Schwächung von Demokratien gehört. Und wir hoffen, dass nicht noch weitere Länder in Europa dem Beispiel Ungarns folgen werden und auch antidemokratische Kräfte in Deutschland. Auch dies sollten wir genau im Auge behalten. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich hoffe auch, das Publikum hat viel für sich mitnehmen können. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben und wir freuen uns auch auf die Veröffentlichung des BTIs und viel Erfolg weiterhin in Ungarn. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Veranstaltung um 16 Uhr heute. Und wie in einem autoritären Kontext die Pandemie als Repressionsinstrument verwendet wird. Wir blicken nach Aserbaidschan und andere Länder. Vielen Dank.